Nein, das geht ja wohl nicht. Ach, ich habe gerade Werbung bei Hitbox. Sorry. Nur 20 Sekunden, dann sehe ich, ob wir Bild haben. So, auf alle Fälle, ich hoffe, ihr habt unseren Ton. Okay, gut. Bitte sagt mal kurz Bescheid im Chat, ob alles passt, damit wir loslegen können. Denn die Leute warten ja schon. Ah, da habt ihr schon fleißig was gemacht, währenddem ich das neu runterladen habe müssen. Gut. So, gleich ist die Werbung vorbei. Oh. So, jetzt bin ich gespannt. Also ich habe Standbild. Alter Schwede. Alter Schwede, warum habe ich Standbild? Nein, sag bloß, das geht jetzt wieder nicht. Nein, das geht. Super, gut, funktioniert. Super. Also, erstmal wunderschönen guten Abend. Das hat sich verzögert um eine Viertelstunde, aber jetzt habt ihr die Zeit gehabt, Tagesschau zu schauen. Jetzt wisst ihr, was auf der Welt los war. Erstmal, heute Bausum, die nächsten 1,5 Stunden. Mit dabei, Special Guest, René Nold von Weltenbauer. Hi, René. Hi. Und ich sehe gerade, der hat die gleiche Krankheit wie ich. Die typische Xbox-Controller. Ja, genau. So, also das sieht man voll cool. Dann ist Lips dabei. Hi, Lips. So, und dann haben wir noch einen Manni. Der Manni, der ist auf der Baustelle, der ist ganz fleißig, der walzt schon vor sich hin. Ja, Fortschritt Moin, moin. Ist schon am Wachsen hier. Sehr schön. Genau, so René, was haben wir vor? Was werden wir heute zeigen? Wir spielen die aktuelle Version, sogar ein bisschen vor der aktuellen Version sind wir. Wir sind schon in der Version, die wir am Mittwoch releasen werden. Das ist ein kleines, aber feines Content-DLC, was wir rausbringen am Mittwoch, zusammen mit ein paar, natürlich wie immer, Bugfixes, Performance-Verbesserungen und so weiter und so fort. Unter anderem haben wir, genau, folge mir mal, wenn Ich man folge sehen kann. dir, ich folge dir. Haben wir hier diesen wunderbaren Sattelkipper neu eingefügt, den gibt es für alle. Der ist auch nicht Bestandteil des DLCs. Apropos, nochmal DLC, jeder verbindet es immer irgendwie mit Kosten und so weiter, ist es nicht. Das DLC am Mittwoch wird frei sein für alle. Es sind zwei große Hochhausmissionen dabei, von denen wir jetzt eine spielen werden. Ich denke, wenn der Money fertig ist mit Walzen, dann können wir uns eigentlich mit dem Drehbohrgerät, eins der in dieser Mission gefeaturten Fahrzeuge, auf den Weg zur Baustelle machen. Genau, ich sehe gerade, ich muss euch mal ein bisschen lauter machen. Moment, ja, ich schau mal. Dann schauen wir Andere sind etwas mal. zu leise. Ja, du auch. René ist leise, oh mein Gott. Ja, René, schrei mal ein bisschen hier. Das geht ja wohl nicht. Nein. Warte mal, wo war jetzt das? Ich rede ganz Lautstärke normal. Wenn ich so lauter rede, anpassen. dann. Nein, ich stelle euch jetzt mal auf ein bisschen höher. Manni dich auch, damit wir dich auch hören, wenn du Test, nichts Test, sagst. Test. Manni ist ja schon bei plus Guck mal, der 12 dB. Kevin J ist am Start. Ja, habe ich gesehen. Hi, Kevin. Test, Test. Ja, jetzt, so, jetzt müsste es passen. Das ist noch ein bisschen lauter. Was? Ja, so, jetzt haben wir dich fast ganz auf Anschlag. Jetzt kannst du flüstern und wir hören dich. Okay, also, erst nochmal ganz kurz. Also, es wird am Mittwoch ein DLC geben und wir haben die Möglichkeit, jetzt schon mal eine der Missionen zu spielen. Und zu dem DLC, das kostenlos sein wird, ist dieser, ja, Muldenkipper schon mal mit dabei. So, Sattelkipper. der Sattelkipper Sattelkipper, hatten wir ja genau. vorher schon. So, ich würde Klar. sagen, wir fahren jetzt an die René da fahren. Ich setze mich neben René. Ja. Wir haben ansonsten auch noch ein zweites Begleitfahrzeug, wenn du magst. Nö, nö. Ach, neue Arbeit und so. So, Lips, dann fahren wir los. Nein, ich muss ja die Leute hier unterhalten. Nein, ich meine, jetzt pass mal auf, jetzt gehen wir mal rein. Schauen wir, ob der Herr das richtig macht. So, Innenansicht. Gut. So. Ah. Lips, du kennst hier aus den Weg, oder? Ja. Ja. So, also, an alle. Eigentlich hätten wir links fahren müssen, aber gut, wir können auch da. Ja, ist schon okay. Wir können auch da lang fahren. Der Lips würde bleibt wieder überall hängen. Aufgefahren. Lips, du musst schon sauber fahren. Nein, also, ihr könnt jetzt natürlich jede Menge Fragen stellen. Wenn wir wenn wir hier René Neu schon da haben von Weltenbau, der beantwortet dann Ist alles mir jetzt egal, was der so, da macht. soweit es geht natürlich. Was mich jetzt als allererstes interessiert, wir haben ja damals schon beim 2012er kleines Interview gehabt, bei meinem allerersten Zockerwochenende. Man ist ja schon lange her, jetzt bin ich 3 Jahre alt morgen. Boah. Ja, ist so, Ja, das hört sich ist. ganz viel erwachsener an. Ja, echt? Ja, nimm mal so gedrückt. Nein, ich war damals einfach noch ein bisschen anders. So. Holy shit. Ja, auf alle Fälle, damals, ich weiß gar nicht, ob ich dir die Frage gestellt habe, wie man auf die Idee kommt, einen Bausimulator zu bauen.
Uiuiui. Ja, ich hab gesehen, da war ein Schild. Ich bin nicht so multitaskingfähig. Vielleicht schalte ich mal wirklich hier in die. Kinder. Moment. Schlechte Kamera gewählt gerade. So, machen wir hier Ja, richtig? Ja. ja, Auf die Idee, einen Bausimulator zu machen. Das Thema Bau an sich ist natürlich immer spannend. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, wir haben uns natürlich immer vorgestellt, dass es das eine Spiel ist, was wir machen wollen. Um ehrlich zu sein, kamen oder kommt Weltenbauer auch in erster Linie. Damals war das so, kamen wir aus einem seriösen Umfeld, Aha. eher mit technischen Simulationen beschäftigt, die eher für die Industrie gedacht waren, und haben in diesem Zusammenhang aber natürlich auch ein bisschen PR betrieben in eigener Sache. Und über diese PR, unter anderem auch auf der CeBIT und auch auf der Gamescom waren wir natürlich unterwegs, ist Astragon auf uns aufmerksam geworden, unser Publisher, mit dem wir auch heute hier diese ganzen Spiele publishen. Und die waren der Meinung, wir sollten doch mal einen Simulator für sie machen, quasi mit spielerischem Hintergrund. Und haben das Thema Bau vorgeschlagen. Und ja, so kam es quasi zum ersten Bausimulator für den PC 2012, 12. genau, den wir dann 2011, Ende 2011 haben wir den released. Und ja, das war so ein bisschen die Anfangsphase. Wir haben dann sehr bald auch nach dem ersten Teil eben schon gleich über den nächsten auch wieder gesprochen gehabt. Nächsten Teil. Und da ist dann quasi die mobile Version daraus entstanden. Und ja, im Anschluss an die mobile Version dann wieder eine PC-Version. Das ist die. So, ich Gut. koppel mal hier gerade den Links ab. Ja, ich schaue jetzt mal, da habe ich nicht gesehen, dass da schon einige Fragen da sind. Jetzt bleibe ich mal hier, warte mal, ich stelle mich mal auf die Seite. Ich glaube, ich muss eher den Chat beobachten und euch dann die Kein Fragen Problem. stellen. Ich So. arbeite hier mal fröhlich weiter, ne? Ja, dmagazin.de fragt, René, wird auch mal Abbruch geben und mehr Anbauteile für Baggers? Also. Das sind natürlich Fragen, die kriegen wir immer und das ist selbstverständlich. Wenn man sich das große Vorbild aller Simulationsspiele anschaut, den Landwirtschaftssimulator, und schaut, wie viele Versionen es davon gab, so im Verlauf der Jahre, und auch wie viele, jemand hätte mal die parkenden Autos da wegräumen können. Und auch wie viele Neuerungen es mitunter dann gab, mit Einführung von Tierhaltung und neuen Getreidesorten und so weiter und so fort. Dann ist es natürlich im Bereich Bau genauso interessant. Das ist Frage. Oh, wir waren noch gar nicht fertig. Was, noch gar nicht fertig? Doch. Nee, Jungs, wir müssen erstmal alle runter von der Baustelle hier. Ah. Gut. Bevor der nächste Schritt geladen wird. Okay, gut, dann soweit, Und also, ja. nee, deswegen muss ich sagen, also klar, ist Abbruch ein super interessantes Thema. Na, da stecken wir immer noch drin. Ist Abbruch ein extrem geiles Thema, keine Frage. Und ich bin mir sicher, wir werden uns damit auch zu gegebener Zeit auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass es in dieser Version, jetzt endet in dieser 2015er PC-Version, noch einhalten wird, weil dafür ist auch von der Technik, von der Basistechnologie, die dafür integriert werden muss, da fehlen einfach jetzt die Anlagen für. Aber ich sag mal, neben Abriss sind auch andere Bereiche natürlich noch interessant, wie zum Beispiel Straßenbau, keine Ja. Frage. Und ja, ich bin mir sicher, da gibt es eine ganze Menge an interessanten Geschichten, die man im Bereich Bau eben noch machen kann. Ich denke mal, gerade wenn man an die Vielzahl der verschiedenen technischen Geräte denkt, die es da gibt. Ja, ich glaube, wenn man aber alles mit einnimmt, dann wird man nie fertig, weil das ist ja bei LS auch nicht so, dass man da alles drin hat oder beim ETS und so weiter. Das geht, glaube ich, gar nicht. Okay, nächste Frage von Kelly. René, wird es von diesem Spiel auch ein Teil 2 davon geben oder wird es immer durch die DLCs verbessert? Nee, ich bin mir sicher, wie ich auch gerade schon sagte, also auch weil die technische Anlage gar nicht gegeben ist, im Zweifel jetzt alle möglichen Neuerungen hier reinzubringen, wird es wahrscheinlich schon so sein, dass wir. Moment, ich muss mich kurz orientieren hier, welche Knöpfe die richtigen sind. Schaut gut aus, schaut gut aus. Also, es baut sich auf. Der Walkran sieht so cool aus. Moment, Moment. Ich muss mich hier erstmal orientieren. Mal kurz Absolute auf die Maus Burner, umschalten ey. hier.
Das Gute ist, wir haben heute einen Chef selber da, der kann uns ja das Ganze erklären, wie das funktioniert. Oh, falsche Richtung. So, jetzt. So, jetzt haben wir's. Ja, ist eigentlich eine geile Maschine, muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, wir haben uns natürlich auch massiv erst mit dem Ding beschäftigt, nachdem wir, nachdem klar war, dass der reinkommt ins Spiel. Sachen auch noch so geschickt. Also ihr seid ja so, ihr nehmt da nicht einfach irgendwelche Bilder und dann bastelt ihr das Zeug, sondern ihr fahrt vor Ort, schaut euch die Geräte während der Arbeit an und so weiter und so fort und macht viele Fotos und Sounds. Ich weiß nicht, wie schaut es da aus? So ähnlich, ja. Also das geht nicht immer. Wir haben das bei MAN, haben wir das in der Tat machen können. Da waren wir vor Ort und hatten extrem viel Unterstützung in der Nähe bei einem Händler, den wir explizit von MAN auch genannt bekommen haben für die Erhebung der Basisdaten. Und der Knopf ist... Ah. Na langsam, du findest es schon. Bei Liebherr ist es leider nicht so einfach, weil die Vielzahl der Maschinen bringt das mit sich, dass wir an extrem viele Stellen fahren müssten in Deutschland beziehungsweise und auch im europäischen Ausland. Die Liebherr sind nämlich dezentral aufgestellt, bedeutet, die haben an vielen Stellen verschiedene Werke, wo die verschiedenen Sachen wo die Gut, verschiedenen genau Kräne und Maschinen hergestellt werden. Da müsste man jedes Mal immer komplett durch die Gegend fahren. Das ist ja ziemlich viel Aufwand. Deswegen werden viele Sachen in Abstimmung mit Liebherr direkt von Basisdaten gebaut, die wir von denen bekommen. Mhm. Das macht bis die Übung, muss ich sagen. Wir testen die ganze Zeit schon das nächste DLC. Fehlt mir ein bisschen die Übung. So, wir setzen jetzt dieses geile Rohr hier hin. Ja. Gut, das kann man ja, glaube ich, auch mit dem Bagger hinsetzen. Das kann man mit allem hinsetzen, ja, was in der Lage ist, diese Dinge hochzuheben. Ja, so ist es ja auch von uns angedacht gewesen, dass man die Maschinen benutzen kann, selbst wenn das nicht zwingend richtig ist. Ja, es beispielsweise mit einem Kran zu machen oder etwas dergleichen. Apropos, jemand kann. Dann ist es trotzdem so, dass man mitunter auch, man könnte hier mit einem riesigen Kran oder mit irgendeinem Bagger oder sonst irgendwas die Arbeit verrichten. So, ich sehe schon, gleich muss eine andere mal spielen hier, damit ich ein bisschen was erzählen kann. Ja, selbst willst du? Ich bin wirklich nicht... Moment, ich okay. Muss mal hier eine Anstrengung. Weil ich muss leider immer über den Chat schauen, da kommen echt viele Fragen. So, also Zwergi76 wäre geil, wenn man in der nächsten Version die Gebäude selber planen und dann bauen könnte. Ja, das fände ich auch toll. Okay, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Okay, Kevin schreibt aber dazu schon, im Prinzip kannst du das schon mit dem Missionseditor machen. Genau, Missionseditor. Ich auch. Missionseditor. Genau, also man kann seine eigenen Mods und so weiter erstellen und auch Gebäude, oder? Ja. Okay. Genau, Mods. Also es gibt zwei verschiedene Sachen, mit denen man eigentlich hier arbeiten kann in dem Fall. Und zwar ist das einmal, haben wir einen Missionseditor. Da braucht man eigentlich auch keine Kenntnisse in 3D für. Mhm. Sondern kann quasi aus einem Baukasten, den wir auch benutzt haben für die Erstellung der Mission. Ach. Sieht ja super aus. Für die Erstellung der Mission haben wir einen Missionseditor benutzt und den haben wir quasi 1:1 in der Unity Engine, die ja hier die Basis von diesem Spiel ist, haben wir den freigegeben oder freigelegt und dann kann man mit den Funktionen, die wir benutzen, im Grunde selber eben auch. Ach so, der Zwergi meint aber, ich meine, du bekommst einen Auftrag, ein ja. Hochhaus bauen, bekommst ein ja. paar wichtige Vorgaben, sowie maximal Größe oder Kosten, etc., dann Ingame planen und bauen. Also eher den Architektenmodus quasi. Ja. Ja. Das wäre natürlich extrem cool, keine Frage. Oh, das würde eine Menge Arbeit erfordern. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas vielleicht in einer späteren Version mal gibt. Klingt natürlich extrem geil, ist keine Frage. Aber ist natürlich auch extrem was vom Anspruch her in der Umsetzung, weil man super viele Sachen halt bedenken muss, dass immer gut funktioniert und so weiter. Vor allem, weil wir auch den Anspruch haben, dass es im Idealfall im Multiplayer dann auch genauso funktioniert, also dass dann diese Missionen, die man selber zusammenbaut, auch im Multiplayer funktionieren.
Okay. Ja, hört sich. Ich hätte mal eine Frage. Ja? Wie lange dauert das, bis wenn ihr Was ist jetzt Feuerwehr los? ruft? Nein, 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 der René ist rausgeflogen. Ja, oh, super. Ja, das hatten wir das letzte Mal schon. Das Déjà-vu. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Damals, weißt du, wo das Ding rausgeflogen ist, der Carsten. Ja. Und was ist dann passiert? Danach war er da, war er, ist er nicht mehr draufgekommen, aber meine Grafikkarte war im Arsch. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ja, Carsten, da lacht der Carsten. Oh mein Gott. Ja, da müssen wir es warten. Ich hoffe, der ist gleich wieder da. Jo. Er hat mich schon angeschrieben. Aha, oder? Nein, doch, oder? Doch. Blues Queen. Alter. Ja. Oh mein Gott, er hat einen Blues Queen. Oh, ja. Shit. Rechner neu starten, wenn wir da reinkommen. Oh nein. Das ist, ja, mein Schatz schreibt gerade, der Zockerwochenende-Dämon zeigt sich. Jedes Mal passiert irgendwas. Nee, also ich denke mal, der wird gleich wieder da sein. Und dann geht's hier weiter. Schatzi, wenn der MTS auftaucht, bitte ihn wieder nach oben schieben. Ach ja. Nee, auf alle Fälle, ihr könnt wirklich Fragen stellen. Gleich jetzt schon mal, wenn er jetzt nicht da ist, machen wir Folgendes. Sage ich schon mal Bescheid. Es gibt viermal Construction Simulator zu gewinnen heute. Und das sieht so aus, wir werden und euch allen, außer mein Team, die dürfen natürlich nicht teilnehmen. Und ja, du hast noch schon Money. Was brauchst du nochmal? Ja, und es schaut so aus, wir machen hier dann ein Würfelspiel und dann gibt es viermal den Key und für das Standardspiel. Und nächste Woche geht der Charity Gamer TV on und dann habt ihr die Chance dort, da haben dann die Chance, die Gewinner auch die DLCs dazu zu gewinnen. Machen wir das Ganze nämlich ein bisschen spannend. Ganz einfach, Würfelspiel. Danach, wer gewonnen hat, schickt mir eine E-Mail an lp.john.myers@gmail.com und schreibt rein, ja, Zockerwochenende, Bausimulator, Gewinnspiel und dann schreibt er also als Betreff und in die Dings schreibt er einfach eure E-Mail-Adresse rein. Was gesagt, euer Namen mit dem, was ihr hier online seid bei Hitbox, ganz wichtig. Und dann schicke ich euch den Key des Spiels zu. Die Keys sind für Steam, dass ihr Bescheid wisst. Bei Steam müsst ihr das runterladen. Genau. Und wenn nicht, also wenn ihr sagt, hey, nein, da machen wir es anders. Johnny, weil du machst ja hier was für einen guten Zweck, gib doch die Keys einfach an die Deutsche Kinderkrebsstiftung und die sollen es unter krebskranken Kindern verteilen. Machen wir es so. Genau. Also vier Keys sind da und ihr könnt dann. Was schreibt ihr jetzt? Selber ein Spiel. Okay. Okay. Dann kommst du nach. So, das soll mich denn anrufen? Dass er schaut, dass er reinkommt. Okay, dann starte ich jetzt ein Spiel. Ich nehme extra den dann. Genau, so, mehr. Halt, nein, zurück, zurück, zurück. Was Spiel heißt, fortsetzen. Ich starte jetzt das Spiel. Hi, Tabi! Basti? Warum läuft nichts? Ja, René Nolte hat es gerade rausgeflogen. Er ist gerade rausgeflogen, aber wir sind gleich wieder da. Was? Wer macht auch mit? Ach toll, jetzt haben wir ja die ganze. Ach, wir haben jetzt die ganzen Dinger da stehen. Oh, da, so haben wir das gestern verlassen. Och ja, egal. Genau. Dann passen wir auf. Online. Ja, ihr findet dann nur ein einziges Spiel, weil wir haben ja die Ding-Version. So. Also wie gesagt, wenn ihr dann sagt, hey, wir haben ja das Spiel alle schon, wir zocken das selber, dann gibt die. Da ist er wieder! Ich bin wieder da. Sorry, Leute, bei mir ist gerade hier mein armer kleiner Rechner ist total überfordert, wahrscheinlich, keine Ahnung, weil ich nebenher natürlich den Livestream auch geguckt habe, um zu schauen, ob es bei dir alles gut aussieht. Und? Aber Schaut's gut aus? hat es komplett mit einem Bluescreen verabschiedet hier.
Ja, da frage ich mich oft, was die Entwickler für PCs zu Hause haben. Da denkt man, die haben Wunder was für Maschinen, damit da was funktioniert. Und Vielleicht hätte ich dann. mich besser ins Büro gesetzt, aber gut. So, ich soll mein Mikro noch ein bisschen lauter machen. Was noch ein bisschen? Bist du leise? Dann stelle ich dich Das nochmal. haben zumindest gerade die Damen gesagt. Ich mache mal hier Sprache. Ja, ich stelle dich nochmal ein bisschen lauter hier. Das liegt nämlich nicht an dir, das liegt an mir. So, sag mal was. Hallo? Uff, jetzt sind die Ohren Zu weg. laut. Ich kann auch selber hier nach irgendwas drehen oder so. Weiß ich Ja, nicht. aber Cool. ich bin der Streamer, ich muss da ein bisschen aufpassen drauf. Alles So, klar. okay. Aber jetzt denke ich mal, jetzt hört man dich besser. Na, jetzt solche Sachen passieren, solange mein Rechner dabei nicht kaputt geht wie beim letzten Mal, ist Ja, alles ja. okay. Ja, ich muss sagen, hier zu Hause bei mir steht jetzt auch nicht mehr die beste Mühle. Sie hat mich über lange Jahre noch gut begleitet und ich dachte eigentlich auch, bis dato hat die immer gut durchgehalten. Okay. So, Hi Durch. Nudelsuppe 2000. Was? Nudelsuppe 2000? Ja, der ist gerade, hat gerade den Chat von Hitbox betreten. Ach so, okay. Ja. Ja. Okay. Waren wir Okay, jetzt bei sonst irgend. mach du einfach ein Spiel auf und ich Ich komme nach schon. euch. Warten auf Ah, beitretende super. Spieler. Du bist doch Okay. gerade dabei, oder? Nee, nein, nein, Achso, so schnell nee. geht's nicht. Ich starte gerade mein Steam wieder. Mein Rechner wollte gerade noch Windows updaten, habe ich auch gedacht. Ja, das kriege ich jetzt nicht. Also bitte auf den zweiten Spielstand, ne? Ja, das ist mir egal, welchen du nimmst. Hauptsache einen, der was nicht kaputt gehen kann. Oder wo dir egal ist, wenn der kaputt geht. John, jetzt spielen wir bei dir. Mal gucken, wie gut das. Ich meine, das hat ja gestern auch so großartig Ja, funktioniert. ich warte schon drauf. Ich weiß, ich hoffe, das passiert nicht, was gestern passiert Ja, ist. ich hoffe auch. Also du darfst als erstes in die Monstermaschine einsteigen. Ich gehe auch schon Ja, weit weg. vielleicht sollten wir das für alle Zuschauenden nochmal sagen. Ja, wir Ich meine, spielen ich auf finde, einer. der eine oder andere ist es ja schon gewohnt. Ne? Beim Bausimulator flippt hin und wieder auch im Multiplayer nochmal was aus. Das passiert schon. Das ist in dieser Version, die wir da gerade spielen, noch relativ wahrscheinlich, weil wir jetzt nicht nur eine Beta spielen quasi, sondern auch, weil wir ein paar Sachen, die schon wesentlich weiter sind, wieder rauskommentiert haben, damit wir eine stabile Version haben. Ha, stabil in Anführungszeichen, mit der wir spielen. Das MyGame 01, ich joine. Genau. Und ja, ich hoffe, dass wir Lage sind jetzt. Also Hast du. auf Deutsch, wir spielen gerade das Spiel, wo schon weit voraus ist, aber extra für diesen heutigen Livestream ein bisschen zurück Wieder Sachen zurückgestutzt rausgebaut, wo, wurde. ja genau. Und dann kann es das passieren, dass wir ein paar super schöne Bugs sehen. Aber ist normal. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe es ja auch nicht, aber siehst du, du bist schon mal rausgeflogen, der Rechner hat schon mal D gesagt. Ich freue mich schon Ja, auf mehr. ich werde das, wenn wir kontrollieren und untersuchen müssen, sonst reiße ich irgendjemandem im Büro die Ohren ab. Ja. Wir testen heute das Spiel so, dass du deinen Leuten morgen die Ohren abreißt und am Montag kommt das Spiel schon raus, anstatt das DLC anstatt am Mittwoch. Ähnlich. Schauen die Leute eigentlich alle zu, dass sie sehen, was sie verbockt haben. Wir warten jetzt eine Zeit lang, oder jetzt sind René tritt Ich zu. sehe euch auch. So, dmagazin.de fragt nochmal, bekommt die Website mal ein Update, vielleicht ähnliches LS? Die Webseite? Ja. Ach ja, die Webseite, auch so ein Thema. Na klar. Eigentlich schon, ja. Es wird wirklich mal. Hallo? Momentan fehlt uns ein bisschen die Zeit dafür, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, noch in dem letzten Du DLC für dieses Jahr drin. hackst dauernd ab. Dauernd ab. Ja, dein Mikro. Hi Teddy. Jetzt wieder? Ja, ich hoffe. So. Na, Lipsi. Hä? Lipsi. Ja. Ja. Hä? Hast du die Frau genommen, hä? Lipsi, bist du eine Frau, hä? Ja, natürlich. Hast du bist eine eine Frau? wichtige Sache. Naja. Achso, jetzt müssen wir wieder walzen, ne? Ja, wir müssen den kompletten Auftrag nochmal machen. Ist Manni schon Ah ja, da? das geht Ah, jetzt Manni, da alles ein ist bisschen. er. Versuchen wir es mal ein bisschen flotter. Ja, genau, wir fahren jetzt nicht extra dahin, wir porten das Zeug hin. Hab Schiss, da einzusteigen. Ja, steig ein, lass René da rein. Hallo. Oder? Hey! Passt? Also bei Was? mir sieht's gut aus. Ja, Ich hoffe, bei passt. euch auch. Ja, passt. Okay. So, was brauchen wir jetzt alles? Ja, porten wir einfach uns zur Würde ich Baustelle. auch sagen. Genau. Halt. Ach, warum habe ich die Baustelle nicht? Aber die Geist. Warte mal, ich muss noch raussuchen. Oh mein Gott. Müssen wir rausholen? Ja, weißt du warum? Weil ich musste ja die Version halt neu runterladen. Ja und, aber den Auftrag haben wir doch schon angenommen. Ja, ist aber trotzdem nicht da. Weil die war ja auch weg. Der Auftrag. Aber der ist doch ein Auftrag angenommen gerade. Nein. Bei mir schon.
Heck! Wir haben keinen Auftrag. Muss er erstmal dich. Doch, da ist er. Aber warum kann ich mich nicht hinporten? Einen aktiven Auftrag oder nicht? Ja, wir haben den. Ja, wir haben den, aber ich kann. Ach Mann, ich bin so ein Depp. Nee, passt schon. Baustelle. Ich muss aber runter. Ich brauche hier noch gar nichts. Hier, erstmal der Roller, bitte. Ich muss hier. Roller rollert jetzt erstmal. So. Okay, jetzt schau ich mal nochmal rein. Was gibt's im Chat Neues? Guck mal, während da gerollert wird, kann ich irgendwie noch ein paar Fragen beantworten. Warum? Okay, D-Magazin.de nochmal. Wieso kann man bei den Fahrzeugen keine Türen und Fenster öffnen und schließen? Wäre echt cool. Ja. Stimmt. Genau. Haben wir vergessen. Nee, ist natürlich, also theoretisch wäre das natürlich möglich gewesen, dass wir das machen. Ich muss ehrlich sagen, gerade wir müssten ja dann für jedes Männchen, für jedes Fahrzeug eine Einsteiganimation irgendwie machen, dass das noch cool aussieht, wie der da reinklettert und so weiter. Und weil jedes Fahrzeug anders ist, muss man auch wirklich jedes Mal eine neue Animation machen und so weiter. So sind wir mit relativ wenig Charakteranimationen ausgekommen, Rennen, Springen und Lenken im Prinzip. Und das hätte uns ein bisschen, ja, oder sagen wir mal, Ressource gebunden an einer Stelle, wo wir sowieso zu wenig Ressource haben. Okay. Dann, jetzt mal schauen, ob da oben noch ein paar Fragen sind. Bekommt die Website ein Update? Das hatten wir schon. Also, ich hoffe es. Wir haben es geplant. Es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, bis wir Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Aber ja, wir haben es geplant. Gut, dann bekommt die Website. Bug, aber lustig gehören dazu. Stimmt. Ja, jetzt muss ich gucken. Jetzt habe ich den Außenblick verloren. Hat der auch einen richtigen Nagellack? Kaderchen fragt, ob der Lips richtigen Nagellack hat. Das, also. Ja, müssen wir schon wissen. Dann Zwergi fragt, wird das Modding noch verbessert? Etwas leichter? Es wird nicht zwingend leichter, aber wir erklären es besser. Wow. Tut mir leid, ich wurde gerade von der Werbung hier gerade überrascht, von dieser Hitbox-Werbung, keine Ahnung. Wir planen jetzt mit dem Release der Gold-Version, die am 11.11. rauskommen soll, wird es eine DVD geben, eine DVD vollgepackt mit, ich glaube, ist der Kevin noch da? Ist der KJB noch im Chat? Der ist bestimmt noch da. Kevin, bist du noch da? Dann sag mal was. Ah, keine Ahnung, ob der noch da ist. Der Kevin hat uns in diesem Bereich, ja, der Kevin ist noch da, sehr schön. Der hat uns bei der Erstellung von Tutorial-Videos unterstützt, indem er uns zu einem Kran, einem Mitbagger und einem Bagger, einem Kettenbagger, einem Raupenbagger Tutorial-Videos gemacht hat. Wie ich finde, sehr, sehr gut, sehr, sehr einsteigerfreundlich. Man muss trotzdem natürlich fürs Fahrzeugmodding mindestens Fahrzeug als 3D-Modell mal haben, irgendwoher. Mhm. Benutzt dann den Unity Editor in Verbindung am besten mit dem Kevin seinen Tutorials, um sich die Einstellungen und die Setups der einzelnen Fahrzeuge und der einzelnen Fahrzeugkomponenten anzuschauen. Und steigt hoffentlich so weit durch, dass am Ende ein erfolgreicher Fahrzeugmod möglich ist. Wir haben versucht, das so breit zu streuen, wie es geht, sprich, der Betonmischer ist ein Radfahrzeug, der Hydraulikbagger ist ein Kettenfahrzeug, wir haben eine Schaufelkomponente, wir haben eine Betonkomponente, wir haben mit dem Kran eine Krankomponente und auch ein statisches Fahrzeug. Auf diese Weise haben wir mit diesen drei Tutorials hoffentlich eine Menge abgedeckt und hoffen natürlich, dass jemand es schafft, mal erfolgreich einladen, der dann auch wieder wahrscheinlich neue Spieler locken wird, wenn es dann endlich den versprochenen Mobilbagger beispielsweise gibt. Ach so, ja, mobile Bagger, das ist ja schon lange im Gespräch oder lange gewünscht, sagen wir mal so. Ja. Dazu möchte ich noch sagen, zum Kevin, ich habe ja schon öfters angeschaut, wenn er auf Twitch unterwegs war, mit seinem Modding-Video oder Modding-Livestreams da gemacht hat, also ich bin jetzt keiner, der was schnell lernt oder irgendwie lernt, aber ich habe es irgendwo verstanden, was er gezeigt hat. Das heißt, er macht es relativ gut. Also ich denke mal, dass das dann schon hilft. Also ich habe mir das mal angeschaut, aber für mich ist das eine Welt, ich weiß nicht. Aber ich glaube, da muss man einfach die Ambitionen dazu haben, sowas zu machen. Und ja, ich habe Respekt vor solchen Leuten, die es halt einfach können. 3D ist natürlich auch nicht ganz Banane, ne? Also es ist
haben das manchmal, dass Leute, die sagen, sie sind gut mit dem Computer und wissen alles über Office, wir würden gerne einen Mod machen, halt dann doch nicht dasselbe. Ja, ja, 3D ja, ja. Ist eine Herausforderung. Sogar Leute, die in Photoshop fit sind, können nicht automatisch deswegen 3D. Ja? Ja. Und es ist natürlich nur das eine, ein 3D-Modell zu erstellen und zu trainieren, dass es cool aussieht, sondern dann muss man sie eben auch noch setupen. Das Setupen, das versuchen wir jetzt so einfach wie möglich oder so gut dokumentiert wie möglich jetzt eben den Interessierten beizubringen oder Tutorials entsprechend nahezubringen und hoffen halt entsprechend. Okay, dann haben wir jetzt eine Frage, auf die Frage habe ich die ganze Zeit gewartet, und zwar kommt die von meiner Frau, von der Carrie. Ich kann mir meine Frage leider nicht verkneifen, wird der Frauencharakter noch ein bisschen fraulicher? René, nein, hör auf. Nein, den hat schon wieder rausgeschmissen. Das gibt's doch nicht. Da habe ich eigentlich auch was gefunden. Nee, ich will, das, nee, der Surfer habe ich jetzt nicht gepostet. Wir machen das jetzt dann so mit dem René. Der soll, der braucht Hitbox am besten gar nicht anmachen. Ja, ja, das Spiel läuft noch. Nur das Spiel am besten. Ja. Lass mal Hitbox aus und nur das Spiel. Ups. So, so ein Müll. Immer live. Naja, das ist live, wir machen hier keine Aufzeichnung. Sonst wäre es einfacher. Okay, meine IP ist vorne, ich kann es eigentlich runterfahren. Okay. Ja. Ja, kommt drauf an, ob er es angenommen hat oder nicht. Doch. Okay, gut. An die Zeug. Okay. Dann runter. Dann Lips, übernimmst du jetzt den großen Bagger. Okay. Jetzt ging es um die Frauenfrage und haust ihn raus. Ja, super. Oh, 60 Zuschauer sehe ich jetzt. Aber hallo. So, brauchen wir die Walze da nochmal? Ja, lass mal da. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal ein Walz-Ding haben. So, Lips, du kennst dich aus mit der Maschine? Oh, boah, ist das ein Ding. Ja, ja. Nicht so ganz. Ich habe erst einmal damit mit diesen Geräten. Ja, das wird schon werden. So, jetzt weiß ich nicht, wie viele Fragen das noch da sind, weil ich bin ein bisschen weiter hochgescrollt im Chat. Also wenn ihr nicht bei euch Hallo sagt oder sonst irgendwas, dann bitte nicht wundern, denn ich habe den Chat relativ weit oben wegen den Fragen, die was René Neu gleich noch weiter bearbeiten möchte oder beantworten möchte. Oder darf oder soll oder wie auch immer. Das ist schon ein richtig geiles, gigantisches Teil. Ich habe den letzten, bei uns wurde am Krankenhaus, im Sommer war das, nee, letztes Jahr im Sommer, wurde am Krankenhaus ein riesen Anbau gemacht und da haben wir die in Action gesehen. Aber die macht voll ganz schön Lärm, wenn man die richtig sieht. Alles klar. Ja, voll, aber voll cool. Manni, was rennst du denn drum? Hol einen Besen und kehr mal deinen Dreck da vorne zusammen. Manni, Manni, Manni. Ah, wenn er eine Xbox-Kontrolle hat. Ja, da ist er wieder. Da bin ich wieder. Oh Mann, so, sorry Leute, es tut mir wirklich leid. Nee. Keine Ahnung. Vielleicht hast du recht, John. Ich lass mal den Hitbox-Stream aus. Ja. Dann, als wir gespielt haben, haben wir auch bestimmt anderthalb Stunden im Spiel verbracht. Da ist auch nichts passiert. Ja. Nee, also mach dir da so keinen Kopf. Wir sind hier live. Hallo, da darf sowas passieren. Nee, besser nicht. So, aber jetzt kommen wir zur nächsten Frage gleich. Und ja. Zwar von meiner Frau. Ich weiß nicht, ob du so mitbekommen hast. Ich kann mir meine Frage leider nicht verkneifen. Wird okay, der Frauencharakter noch ein bisschen fraulicher? Lips, steig mal aus. Ja. Lips, steig mal aus. Ich möchte zeigen, wie das Haus. So schaut der jetzige aus. So, bleib mal stehen. So, dann gehen wir mal in die... da, warte mal, da. Also so viel fraulich ist da nicht. Also wird der noch fraulicher? Ich weiß nicht, was sich meine Frau so wünscht, aber... Wart ihr schon mal auf einer Baustelle? Ja, ich schon. Ja, habt ihr da schon mal eine Frau gesehen? Selten. Ja, und wenn du mal eine triffst, wie sieht die dann aus? Bestimmt nicht mit Lackstiefel und Mini. Außer die verdient dort auf andere Weise ihr Geld. Also wahrscheinlich wäre es in der Tat cool, wenn man sich seinen Charakter irgendwie noch ein bisschen selber zusammen konfigurieren könnte, vielleicht auch mit den Farben oder sowas in der Richtung. Ich bin mir sicher, das ist auf jeden Fall, steht das auf der Liste für eine kommende Version.
Lips kann zweite machen. Mal schauen. Lips kann. Wenn mein Mann will, kann auch gerne meine Backe einsteigen. Weil mit dem Backe erst einmal gefahren. Wir warten auf den René, der darf gleich weiter machen. Ich muss jetzt, ihr wartet jetzt extra, damit ich die Arbeit mache. Nein, mach ich. Du gehst mal rein, du kannst auch machen. Ja, dann kann ich den Chat aber leider nicht mitverfolgen. Hat jeder eine Ausrede hier, ne? Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Na, wie war jetzt das? So, halt, so nicht. Der muss jetzt erstmal grad stellen. Wie stelle ich den grad? Oh! Nein, Lips, mach du weiter, komm. Ich muss jetzt hier im Chat schauen. Ich habe ja nicht gewusst, dass so viele Leute da sind. 55 Leute. So, dann der nächste, Teddy88. Wird die Synchro vom Multiplayer noch verbessert? Die Synchro, also der, dass es nicht so Katastrophen gibt, in denen irgendwie der halbe Truck vorausfährt und die Spieler hinterherfahren, beziehungsweise bei den einzelnen Spielern extreme Dissonanzen zwischen den zwei Fahrzeugen herrschen. Da arbeiten wir eigentlich permanent dran. Also sind wir wieder irgendwas, muss ich sagen, wir sind da auch nicht fordert mit. Mhm. Der erste Multiplayer, den wir gebaut haben, und entsprechend ist das eine Herausforderung gewesen für uns auch. Wir sind da eigentlich immer am Verbessern. Das heißt, eigentlich mit jedem Update, mit jeder Version versuchen wir auch an Stabilität und Performance-Verbesserungen einzubauen, was geht und was uns fällt, wo wir vielleicht Sachen programmiert haben, die man schöner und eleganter lösen kann, damit auch die Stabilität besser geht. Ja. Nichtsdestoweniger hängt natürlich auch viel von äußeren Umständen ab, wie es bei allen Multiplayer-Spielen ist. Ne? Tolle Verbindung und so weiter ist auch nur so gut und so weit, dass man eben mit den Servern dann kommuniziert. Wir haben ja ein System, wo alles in die Cloud geht und dann wieder zurückgeht. Dringend die beste Lösung für den optimalsten Ping, aber es war für uns die Nahe. Okay. So, ich komme jetzt wieder ins Spiel. Ja. Dmagazin.de fragt nochmal, wie viele DLCs sind noch für 2015 angedacht? Also das wir bringen jetzt am Mittwoch das DLC für mit den Hochhäusern drin, also das, was wir jetzt quasi hier schon spielen. Mhm. Und mit dem Erscheinen der Goldversion am 11.11. wird es den zusätzlichen Inhalt, den es extra mit der Goldversion, nämlich großes Gerät. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, auf der Gamescom haben wir drüber schon mal drüber gesprochen, was für ein Gerät es ist, nämlich ein sehr, sehr auf dem Kran. Ja. Den wird es als separates DLC geben. Für all die Leute, die jetzt natürlich schon alle DLCs einzeln gekauft haben, ist es natürlich am besten, wenn sie jetzt die nur noch die einzelnen Erweiterungen kaufen. In der Gold-Version im Prinzip sind alle DLCs dann zusammengefasst. Und entsprechend haben die Leute, die jetzt schon die Einzelteile gekauft haben, eigentlich schon drei Viertel der Gold-Version. Wenn sie dann am 11.11. noch das letzte DLC kaufen, das mit dem Raubkran, dann haben sie eigentlich eine Gold-Version. Okay, mach mal schnell hier die Geräusche in-game ein bisschen runter, dass die dich besser hören. So. Gut, dann nächste Frage, und zwar von IceBaby. Ist es möglich, eine Option einzufügen, wo man die Skalierung des Interfaces einstellen kann, wenn man in 4K spielt? Kann man nichts mehr lesen. Oha, okay, weil es dann zu klein ist. Ich muss ehrlich sagen, 4K hatten wir nicht auf dem Schirm, als wir dieses Spiel entwickelt haben. Deswegen sind unsere internen Tests quasi, haben bei Full HD bzw. eins größer sogar noch, 2560x1600 haben die aufgehört. Wir haben nichts dergleichen geplant, ich werde mal mit den Kollegen sprechen, was bedeutet das einzubauen. Aber das heißt nicht, dass in der nächsten Version drin ist. Ich frage nochmal. Okay, dann mein Schatz nochmal, gibt es für den Britschenwagen mit Kran noch ein größeres Modell? Für den Britschenwagen mit Kran gibt es kein größeres Modell. Wir haben einen Britschenauflieger gebaut, der hat aber leider keinen Kran. Also das heißt, der Britschenauflieger ist, wenn man extrem viel zu transportieren hat, ein denkbar günstiges Gerät, weil man wirklich viel auf einmal durch die Bank kann, vom Baustoffhändler holen kann. Im Idealfall ergänzt man das dann eben durch zwei Gabelstapler, die man sich beim Händler leiht. Oder, wenn gewünscht, kann man natürlich auch den einen von den Pritschenwagen mit Kran benutzen und auch den Auflieger beladen. Das genau, also ich stelle mir den Mini-Bagger, den braucht man eh irgendwann nicht mehr, den stelle ich mir zum Beladen ab.
Ja, das kann man natürlich auch machen. Weil ich finde, es geht ruckzuck und viel schneller wie mit dem Gabelstapler. Ja. Ich habe meine Frage, wie kann man jetzt diese Rohre aufheben? Ich habe wirklich den Bagger erst einmal gespielt. Ich weiß, okay, kein Thema. Thema. Achtung. Also das erste Mal, fahr mal. Uah, okay. Da. Was? In meiner Nähe, wa? Du musst erstmal in diesen Mast. Okay, ja, komm. Ich. Okay. Okay, so, das war jetzt eine Frage. Okay, nächste Frage kommt von San Marco. Es wäre auch super, wenn man in einer zukünftigen Version etwas Handarbeit leisten könnte, zum Beispiel Mauern oder Dachziegel legen. Ja, das muss ich sagen, war schon bei uns häufiger mal Thema, ist aber letztlich ein, ja, wie soll ich sagen, wir haben uns erstmal darauf verlegt, einen Maschinensimulator zu machen, Maschinenbeweg. Da gehört es auch, dass man auch mal einen Handschlag tut, beziehungsweise mal die Schippe in die Hand nimmt oder Schubkarre durch die Gegend fährt, eine Wand ziegelt, mauert, gehört da selbstverständlich auch dazu. Ist momentan für uns noch kein Thema, solange wir noch Maschinen haben, die interessant sind und die es auszuprobieren gilt. Aber wer weiß, vielleicht für kommende Versionen, ja, aber da gilt das Gleiche wie auch eben schon, sprechen kann ich nichts. Okay, ja, das Thema hatten wir letztens, ich glaube, bei einem Video, ich glaube, Lips, da warst du auch dabei, wo ich gesagt habe, es wäre doch cool, wenn wir die Mauern selber ziehen könnten. Okay, gut, dann die Kelly, kann man auch eure Fahrzeuge selber bearbeiten oder wird das nicht gehen, also beispielsweise die Farbe skinnen? Oder Muster reinmachen und so weiter? Genau, bei den Fahrzeugen, die im Spiel integriert sind, geht es nicht. Das hat was mit den Lizenzen zu tun. Genau. Wäre nicht so erfreut, wenn wir ihr wunderschönes Gelb übermalen. Gibt es natürlich in der Realität durchaus. Und der Farbwähler am Anfang, der war ursprünglich auch dafür gedacht, dass man mehr als nur seine Spielerfarbe, also seinen Pfeil dort einfärben kann. War eigentlich schon dafür gedacht, dass man den Fahrzeuge auch einfärben kann. Gegen den Rosa, ne? Aber. So, die eine Frage vom dmagazin.de haben wir schon beantwortet, aber der hat noch eine zweite Frage mit reingestellt. Welche DLCs sind noch für 2015 angedacht? Das haben wir. Und eine Frage noch an René. Kann man sich auch Browser-Game vorstellen? Browser-Game? Sag nur schwer. Also wir machen ja hier dann doch von der Anforderung an die Maschinen, sprich an die Computer. Also wir machen ein 3D-Spiel, was relativ hohe Anforderungen an ist. Also ich glaube, bevor wir Browser machen, würden wir wahrscheinlich Konsole machen, muss man sagen. Das wäre näher dran. Aber kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Aber wer weiß. Also die nächsten 5 Jahren ergibt, auch was es betrifft, was Browser Games betrifft. Unity ist ja da auch nicht ganz, soll ich sagen, technisch nicht ganz uninteressiert dran. Ja, es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit mit Unity durchaus Projekte zu machen, die auch im Web in 3D laufen. Aber das stellt uns momentan noch für zu. So, da habt ihr das sind einer der nächsten. Da habe ich mal eine Frage, und zwar, warum benutzt du meistens für Simulationen Unity? Aus welchem Grund? Sind zum Beispiel, es gibt ja die Unreal Engine und so weiter, ist die nicht interessanter dafür? Oh. Aber zu teuer? Selbstverständlich ist das alles auch eine Frage von Geld, ja. Bei der Unreal Engine gibt es mittlerweile auch Deals, wo du, sagen wir mal, die Engine erstmal benutzen kannst und die Engine selber nichts kostet. Das dicke Ding kommt dann meistens später. Wenn man die Engine dann kommerziell benutzt und erfolgreich ist in irgendeiner Form, dann wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer, in der Tat. Was nicht heißt, dass die Unreal Engine nicht auch eine Option wäre. Jetzt muss man sagen, Unity, weil du das gerade so sagtest, wird ja gerne für Simulationen benutzt. So
Ja, gar nicht. Ich meine, die Jungs von Giants haben ihre eigene Engine. Ich glaube, die von SCS haben auch ihre eigene Engine. Ja, aber, wenn man jetzt schaut, zum Beispiel von Viz Games, die benutzen Unreal, Unity. Unity, ja. Also Unity ist natürlich ein super Einstieg. Das muss man, kann man nicht anders sagen. Was muss man jetzt eigentlich machen? Runter von der Baustelle. Ich musste nur dieses eine Loch bohren. Ja. Die Mission ich glaube, da kommt aber Nummer 1. Fahr mal runter. Mal gucken, was passiert. Genau. Ach nee, da war wieder nur irgendwas. Ja, da hinten. So, okay. Wo ist jetzt? Ich wollte gerade sagen, das ist, normalerweise sind das mehr Löcher als nur eins. Okay, musst du jetzt wahrscheinlich bloß dort ein bisschen weg, weil du direkt da drauf gestimmt hast. Okay, cool. Das wollte ich jetzt einfach mal persönlich wissen, weil ich habe jetzt, weil die Unreal Engine, ich glaube die 4 blablabla oder irgendwas, die haben wir jetzt mal runtergezogen, weil einfach, dass man ja mal anschauen wollte. Und die ist ja kostenlos, da steht ja drin. Und damit du irgendwie was hast oder was rausbringst oder wie auch immer, dann glaube ich 5% oder irgendwas. Ja, in der Tat. Also, das klingt immer erstmal gut. Ja, ich meine, wenn man dann ein Projekt mit denen gemacht hat und dann im Zweifel nachträglich halt dann was bezahlen muss, nämlich was von seinem sauer verdienten Geld dann eben abgeben muss, das ist mitunter ja ein fairer Deal, weil man sagen kann, okay, es ist ja erst, wenn man erfolgreich ist, im Grunde muss man was bezahlen. Natürlich muss man sagen, ist das abhängig von der Projektgröße und so weiter, wird das relativ schnell relativ viel Geld, das die dann plötzlich sehen muss. Okay. Das heißt, da muss man immer überlegen, ist es das wirklich wert? Und Unity muss, was das betrifft, ist vom Einstieg her relativ einfach und hat, was die Kosten betrifft, klar, es gibt eine freie Version, ne? Es gibt aber, wie gesagt, auch eine professionelle Version. Professionelle Version, die kauft man halt einmal und dann ist gut, dann kann man damit machen, was man möchte. Okay. Wird keine weitere Lizenz kosten. Also dann, auch wenn dann das Spiel rauskommt, dann zweifelt keine weiteren Kosten. Okay. So, dann eine kleine Anmerkung von Kevin J. Ich glaube, ihr müsst noch mehr Spiele kaufen, damit sich René einen anständigen PC leisten kann. So, jetzt wissen wir da Bescheid. Ja, wie lustig. So, Manni, hast Kevin du eigentlich... Kevin J. Barton. Ja, weißt was, wohl doch sein. So, Manni, hast du eigentlich eine Frage? Was, wie, wo? Was? Ja, ob du eine Frage an René hast? Ich bin so begeistert von dem Riesending. Ja, Clips, hast du mal ein bisschen ungeschickt an, muss ich sagen. Ja, ich hätte noch eine Frage. Wie lange dauert es, wenn ihr jetzt irgendwie ein Baugerät fotografiert habt und ausgesucht habt? Mach mal deine Hintergrundgeräusche weg, Clips. Warte mal. Also, Clips, wir wissen, wie lange das dauert von der Idee bis zu den ersten Fotos, bis ihr das dann im Game habt. Ja, also wenn es ein Lizenzfahrzeug ist, wie es jetzt hier das LB28 ist, dann ist das auch keine Entscheidung, die wir allein treffen. Also wir äußern natürlich einen Vorschlag auch an Liebherr, was wir gerne für ein Fahrzeug ins Spiel integrieren würden. Und die überlegen sich dann, ob das Spaß macht, beziehungsweise ob sie auch zu diesem Modell dann die passenden Daten da haben. Bei dem LB28 war das jetzt so, dass da sehr schnell der Konsens da war. Meistens gibt es dann immer noch ein bisschen Gerangel um welche Größe bauen wir denn ein von dem Gerät. Das ist sieht der Hersteller es gerne, wenn er das neueste und schönste und größte Gerät halt im Spiel hat. Das Problem ist, wenn es nicht so richtig in die Missionen und in die zu den restlichen Sachen passt, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Aber in dem Fall hatten wir sehr, sehr schnell auch eine tolle Lösung beziehungsweise eine Einigung erzielt, wo wir gesagt haben, hier, das ist doch ein cooles Gerät, auch weil es einfach von der Funktion her, es ist nicht so bekannt, also man hat irgendwie, ne, ein Bagger kennt jeder irgendwie, aber so ein Drehbaugerät, das ist irgendwie nochmal was Besonderes. Wir haben gesagt, gut, wir kriegen bestimmt eine Handvoll Missionen zusammengebaut, bei denen dieses Drehbaugerät sinnvoll einsetzbar ist und auch so die Abfolge der Arbeiten finden wir eigentlich ganz spannend und deswegen haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall eine coole Nummer. Okay. Wir haben angefangen damit, das Gerät auch Daten zu bekommen, technische Daten von Liebherr selber. Waren da sehr großzügig da geholfen. Und normalerweise dauert es in etwa so 3 bis 4 Wochen, bis wir das Modell gebaut haben. In dem Fall hatten wir eine sehr, sehr gute Vorlage, deswegen ging es ein bisschen schneller. Der Innenraum dauert dann auch nochmal mitunter eine Woche, manchmal auch 2. Hoppala. Ich mache einfach weiter, oder? Ja, ja. Und letztlich ist dann das Modell fertig. Wenn das Modell fertig ist, muss allerdings nochmal
dann kommen die Programmierer, bauen dann das Modell quasi zusammen, im Setup ist in der Engine. Das ist im Prinzip dann vergleichbar wirklich mit dem Modding. Okay. Und der wenn das Gerät dann drin ist, in dem Fall jetzt beim LB28 haben wir natürlich Erdlogik auch wieder. Das ist auch immer eine Herausforderung, muss man sagen, weil die Erdlogik wurde zwar im Zweifel für den Bagger schon verwendet, aber hier beim Bohren ist auch nochmal ein bisschen Spezielles noch dazu, weil wir hier das sogenannte Kelly-Bohr-Verfahren. Okay. Bohrrohren. Und entsprechend war das schon eine Herausforderung, das dann zu integrieren. Das hat auch länger gedauert, auch in der Abnahme war es ein bisschen aufwendiger, weil auch dieser Prozess halt wirklich noch. Ich glaube, wenn wir jetzt einen neuen Bagger oder irgendwas dergleichen integrieren wollten, würde das wahrscheinlich einfacher und schneller gehen. Aber weil ja das Prinzip im Zweifel schon feststeht, das Gerät hat es ein bisschen aufwendig. Genau. Und da habe ich jetzt nochmal eine Frage, was die Erde betrifft. Und zwar ist uns das aufgefallen beim Spaßspielen. Dann habe ich mal die Baggerschaufel über den Money ausgekippt und der ist dann am Bahnhof gelandet. Wieso, weshalb, warum? Ja, wir lernen natürlich auch mit jeder Version was Neues dazu, beziehungsweise bei uns war das so, dass wir in der mobilen Version ist es hin und wieder mal passiert, dass irgendwo jemand von der Welt gefallen ist. Ja? Okay. Das kann leider immer noch passieren. Bei der Erdlogik ist es so, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Erde abschüttle und dann entsteht dieser kleine Hügel, dann wird an dieser Stelle das Mesh Erde wird neu berechnet. Und weil es neu berechnet wird, wird auch der Collider, der da drauf sitzt, also das, was die Kollision hält im Grunde, wird neu berechnet oder neu zusammengestellt. Und diese Neuberechnung wird, zwischen zwei Frames oder im Idealfall über ein paar Frames. Dumm ist, wenn da einer draufsteht, dann ist für einen kurzen Moment halt kein Collider da. Und der fällt dann entsprechend durch den Boden. Warum der jetzt am Bahnhof wieder auftaucht, wir haben halt aus der mobilen Version gelernt, es nutzt nichts, wenn die Leute ins Unendliche fallen, die wollen ja ihre Autos irgendwo wieder retten und wieder auf die Welt stellen. Also haben wir gesagt, in dem Moment, in dem Fahrzeuge oder auch Objekte, Personen, Cargo-Objects und so weiter eine ungültige Höhe bekommen, also sehr, 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 sehr weit unten sind, dann respawnen wir sie einfach am Bahnhof. Okay. So ein bisschen unser Notlandeplatz. Okay, cool. So, habe ich schon getestet. So, Zwergis 76. Was mal interessant wäre, als Mega-Mission mal ein Kraftwerk oder Stahlwerk oder ähnliches zu bauen. Ist da irgendwie was geplant oder nicht möglich oder wie auch immer? Ich glaube nicht. Also nicht in der Größenordnung. Also ich bin noch gar nicht fertig. Also nicht in dieser Größenordnung? Nicht in dieser Größenordnung, nein. Wir werden, glaube ich, nicht, dass wir noch eine so große Mission irgendwo hier unterkriegen. Wir haben einen relativ großen, also die Industriemissionen sind so von der Größenordnung her, auch der Größenordnung der Bauplätze, sind so das Maximum oder auch die großen 40x40 Meter Bauplätze, die auf denen die Apartmentgebäude stehen. Solche sind momentan vom System her, von unserem System her, das Größte, was wir zu leisten haben. Haben wir es bald. So. D-Magazin noch mal eine Frage. Kommt ein kleinerer Radlader? Ein kleinerer Radlader? Ja. Nein. Das ist auch wieder so ein, genau die Wahl des Radladers. Ne? Das ist unglücklich damals gelaufen, wirklich, weil der Radlader ist eigentlich zu groß für eine normale Baustelle. Das ist eigentlich was für den Haldenbetrieb oder eher für ja, oder im Kieswerk, ja, ist der im Zweifel sinnvoll einsetzbar, aber auf der Baustelle ist der eigentlich zu überdimensioniert. Und da wollte halt lieber, hat mehr oder weniger auf dieses Modell bestanden, da hatten wir wenig Wahlmöglichkeiten. Deswegen haben wir ihn integriert, aber leider hat er nicht so viele Missionen, wie wir uns das wünschen würden, weil wir da an der Stelle wirklich mitgehängt sind. Von der Größe einfach auf der Baustelle ist der nicht so richtig gut einsetzbar. Okay, dann, oh mein Gott, sind noch jede Menge Fragen da, das ist voll cool. Also echt, danke für eure ganzen Fragen. Kelly, nochmal, mit wie vielen Leuten setzt ihr bei so ein Game von Modden bis zum Programmieren bis zum Schluss? Also wie groß ist euer Team, wo am Bausim arbeitet?
Momentan sind es, also beziehungsweise jetzt an der PC-Version haben wir mit also 12 Menschen gearbeitet. Das schließt mich mit ein. Das sind Grafiker, das sind Programmierer, vornehmlich, hauptsächlich. Wir haben ein paar 2D, oder wir haben eine Dame für die 2D-Arbeiten, die dann fleißig die UI-Icons und Gerümpel macht, aber auch Marketing noch für den Bausimulator macht. Das ist die Lisa, die fleißig uns an der 2D-Front unterstützt und auch die Videoschnipsel zusammenschneidet und die da macht und solche Sachen. Das sind alles das sind Menschen, die wir bei uns haben. Dann haben wir variabel immer noch ein paar Studenten, die uns beim Testen unterstützen, beziehungsweise der große Teil des Testings läuft bei uns extern. Dafür haben wir dann eine Uhr mit Testing ihre Zeit verbringen. So, Schatzi, deine Frage kann ich selber beantworten. Nein, man kann die Erde nicht zwischenlagern auf dem Firmengelände, das weißt du, man kann es nur verkaufen beim Kieswerk. So ist es leider, ja, wer weiß. Vielleicht, ja, weil wir uns das mal gefragt haben, weil das wäre ja eine geile Idee, weil dann könnten wir es, wenn wir es brauchen, da wieder nehmen und dann benutzen. Also ist ja nicht umsonst, okay. Shadow, werden auch für das Spiel noch mehr Fahrzeuge dazukommen wie Mobilbagger oder andere Anbaugeräte etc.? Anbaugeräte ist eine super Idee und war auch ein großer Wunsch von uns, aber ich glaube, in dieser Version wird es nicht mehr passen. Ich denke, das wird bis zu einer neuen Version warten müssen. Was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht mal ein Modderschaft, einen Mobilbagger zu bringen. Oder wenn es wirklich in absehbarer Zeit keiner schafft, wer weiß, vielleicht lassen wir es und bauen noch einen Mobilbagger. Denn im Prinzip sind alle Funktionen und auch notwendigen Logiken sind ja vorhanden. Ich meine, wir können Räder offensichtlich, wir haben ja Trucks. No. Wir können baggern. Wir haben ja Bagger, genau. Entsprechend müsste ja eigentlich alles da sein, aber genau das ist im Grunde auch der Grund, beziehungsweise die Begründung für das Modding-Toolkit und die Auswahl auch der Fahrzeuge, die wir in den Trials behandeln. So, ich weiß jetzt nicht, weil wir langsam wirklich jetzt schon, wir haben jetzt schon, sind schon eine Stunde jetzt unterwegs. Ja. Ob man, nee, die Frage ist jetzt, ob man den Ding hier jetzt überspringen können. Können wir nicht? Ach, weil der also ich gehostet habe. Ah, aber ja. Ist egal. Wir sind fertig. Ihr könnt jetzt Beton gießen. Ah, okay. Na, okay. Jetzt kommt der Lips anzeigen. Jetzt der Lips holt einmal deine Gießmaschine, du. Oder stell mal einen Bagger auf. Mit dem Kübel. Machen wir hier das Ding. Ich komm schon mit der Mischmaschine. Okay, gut. Dann stelle ich welchen Kran soll ich herstellen? Drehturm, Flat Top, oder? Ja, nimm mal den großen. So. Ja, dann müssen wir jetzt bloß mal zum Dings gehen und diesen Gübel erstmal holen. Ja, Lips, dann geh mal, dann kannst du den kaufen und dann machen wir das mit dem hier, im Kran. Cool. Moment, was haben wir sonst noch? Genau, Landei fragt, wird es auch mal Fahrzeuge von Caterpillar geben? Nicht im Bausimulator 2015. Okay. Weil das ist leider lizenzrechtlich geschlossen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil wer will schon, dass von der Konkurrenz dann bei seinen Fahrzeugen nebendran ein anderes steht. Ja, ich meine, beim Landwirtschaftssimulator ist das ja auch möglich, ne? So ist ja nicht. Da haben wir ja auch jede Menge Marken drin, muss man sagen. Wir fangen auch das, was das betrifft, haben wir noch nicht nur Nachholbedarf, sondern natürlich auch den Landwirtschaftssimulator mehr oder weniger als großes Vorbild, dass wir sagen hier, irgendwann wollen wir auch mal so groß sein, dass wir alle Marken oder viele Marken, die bekannten Marken alle drin haben. Es gibt ja so viele coole Baumaschinenfirmen, Hersteller aus Deutschland oder auch weltweit, das wäre schon eine feine Nummer, wenn wir da irgendwann mal etwas mehr Gerätevielfalt anbieten können. Ja, ich nehme an, ihr seid unterwegs, oder? Ja, die sind schon unterwegs, ja. Die kaufen schon fleißig ein, die musst du dauernd bestätigen. Wenn ihr am beim Materialhändler seid, nee, seid ihr gar nicht. Aber wenn jemand beim Materialhändler mal vorbeifahren könnte, der kann mal einen Betonkübel kaufen. Dann können wir auch hier den Kran benutzen. Hat der Lips gerade gemacht? Hat Lips gerade gemacht? Super. Ich würde jetzt bloß noch mit dem Patschmorgen ab. Gut, ja. So, dann machen wir die nächste Frage. Genau, D-Magazin nochmal. Wird es mal Tunnelbau geben, zum Beispiel S-Bahn in der Spielwelt?
auch in dieser Version definitiv nicht. Dafür ist auch unser Erdsystem überhaupt nicht ausgelegt, leider, dass wir in irgendeiner Form in die, also ein horizontales Loch haben in irgendeinen Tunnel rein oder so, das gibt es leider gar nicht. Da müssten wir definitiv auch ein anderes Erdsystem entwerfen. Das heißt, in dieser Version wird es definitiv. Hey, nicht das Drehbaugeräte auf der anderen Seite. Hey, du kannst direkt mit dem Ding gießen auch, wenn du willst. Hier die Löcher da in den Säulen, die kannst du auch gießen ohne. Ja, rückwärts ranfahren, dann kann man reinschütten. Genau, einfach reinkippen. So, Kevin schreibt, ja, ich mich selber auch schon. Genau, und zwar geht es da um die Sache mit dem, weil du ja gerade gesagt hast, man kann die Erde, die was man hier ausbuddelt, nicht zwischenlagern. Weil du ja gerade auch gesagt hast, für den Radlader gibt es nicht viele Möglichkeiten. Und Kevin, dann hätte auch der Radlader eine größere Daseinsberechtigung. Definitiv, weil, aber genau. In der Größenordnung eigentlich nicht. Also ich glaube, ein kleinerer Radlader, wie vorhin vorgeschlagen, wäre definitiv richtig. Hier, pass ein bisschen auf mit den Hügeln hier. Fahr lieber mal anders da dran. Der macht der schon. Okay, halt an. Das ist ein Betonkutscher. Also wartest du. Das macht... Okay. Nee, auf alle Fälle wäre es eine coole Idee, weil Platz wär genügend da, um ehrlich zu sein, auf dem Firmengelände. Und ich weiß nicht, inwieweit das sowas möglich ist, da einfach zu sagen, okay, ab sofort kann Erde dorthin gelegt werden. Und ja, mit dem Radlader kann man es dann wieder verladen. So. Ja. Hängt der da fest jetzt, oder? Bei mir sieht das nicht so gut aus, was der da macht. Nee, der hängt fest. Manni, du hängst fest, oder? Hast du eingebuddelt. So, ich tue jetzt diesen Kübel auf Laden, ne? Ja. Ja, beeil dich, weil sonst ist Manni fertig mit dem Gießen. Der Manni macht hier gar nichts. Was ist denn das hier? Was macht der denn? Manni, fahr mal vor. Du hängst, oder? Nee, ne? Setz mal das Fahrzeug zurück, mach Backstage-Tasche. Ja, genau. Ja, hat was gebracht? Nee. Dann setz mal das Fahrzeug wieder zurück. Also geht der nicht, ist voll. Doch. Das ist voll. Nee, das geht schon, das kannst du zurücksetzen. Ja, auf Firmengelände und dann zurücksetzen. Auf Firmengelände oder sowas. So, was haben wir sonst? Also Tunnelbau und so weiter ist eben... Eher nicht. Was heißt nicht eher nicht? Garantiert nicht. Also nicht in dieser Version. Wer weiß, vielleicht bauen wir da wirklich irgendwann was, was explizit in diese Richtung geht. So, jetzt beam dich wieder auf die Baustelle, musst nicht den ganzen Weg wieder fahren. Dann, Waldemar Wolkow 1 fragt, wird es noch einen Kipper mit Ladekran und Greifer geben? Mit Ladekran und Greifer? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Nicht, wenn ihn nicht ein Modder baut. Theoretisch ist das alles möglich. Wir haben ja alle Komponenten, die man braucht, um einen Kipper zu bauen, haben wir Mod-Editor enthalten. Und auch alles, was man braucht, um eine Schaufel zu bauen und alles, was man braucht, um Arme aneinander zu reihen, sprich eigentlich sind alle Komponenten da, die man braucht, um das zusammenzubauen, aber von unserer Seite ist nicht vorgesehen. Sprich, der Idealfall wäre, es kommt irgendwo ein Modder daher, der ein paar Modell hat und der das vielleicht auch in Zusammenarbeit mit einem von unseren Jungs Manni! Nicht da hinschütten! Lass einfach stehen! Der Kran ist der Kübel ist gleich da von Kran. Dann geht's einfacher. Pass auf, jetzt habe ich noch was Interessantes gelesen. Genau, Kartechen fragt, wie wäre es mit Verbrauchsstoffen wie Fahrzeugbetanken oder so? Ja, ist an sich eine geile Idee, weil es auch das Wirtschaftssystem an sich noch ein bisschen komplexer machen würde. Ich meine, wir haben jetzt ein relativ simples Wirtschaftssystem einfach mit dieser monatlichen Kosten. Und die Kosten sind ja einfach nur, naja, ein Fahrzeug. Weiter vor. Halt Kosten. Aber es wäre natürlich cooler, wenn wir so Sachen wie Tanken noch mit einbauen könnten, keine Frage. Ich bin mir auch sicher, das wird in einer der nächsten Versionen kommen, dass wir in irgendeiner Form abhängig vom Betrieb halt auch irgendwie Verbrauchsstoffe oder Kosten dann halt. Genau. Ja, ich habe mal noch eine Frage, was haltet ihr davon, wenn man vielleicht auch mal eine Nachtbaustelle macht, also hast dann so Baulampen aufstellen, dass man dann auch in der Nacht Baustellen machen kann? Ja, an sich ist es natürlich eine geile Idee, weil es einfach nur cool aussieht, ist keine Frage. Lässt sich allerdings hier in unserer Version auch so einfach nicht eine Nachtdarstellung ist relativ aufwendig, gerade wegen der vielen Licht bräuchte entsprechend viele Lichtquellen. Lichtquellen sind extrem teuer oder ressourcenhungrig, teuer zu berechnen und das bringt sowohl die Engine als auch dann die Computer dann halt ordentlich ins Schwitzen.
trotzdem so geil aus, dass wir es natürlich schon irgendwann mal integrieren wollen. War jetzt in dieser Version noch nicht, stand noch nicht drauf, genauso wie Wetter. Ist auch so eine. Cool wäre das, wenn es hier schlammig werden würde, wenn es regnet oder sowas und entsprechend schlimm zu befahren. Ich bin mir sicher, jeder kennt Spin Tires. Ja. Wie cool die Erde da ist, wenn man da durch den nassen Schlamm fährt und alles durch die Berry schleudert, den ganzen Schlamm da durch die Gegend. Nummer. Wenn es irgendwann mal so geil wird, ja, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, genau. Wenn einem der Dreck bis zum Kinn steht. Landei, sprich, ist noch eine Frage. René, spielst du den LS15? Ich muss ehrlich sagen, wir spielen im Büro mal, um zu schauen, was. Wir spielen eigentlich jede Version, beziehungsweise so gut wie jeden Simulator auch, einfach um zu gucken, wie haben es andere gemacht, wie schick ist das gelöst, wie gut haben andere vielleicht bestimmte Problemfälle gelöst oder haben, was weiß ich, Herausforderungen gemeistert, wie wir. Und mich erinnert der René voll an mich, ich kann auch nicht stillstehen bleiben, der ist nur am Rumrennen. Nee, ist kein Problem, ich bleib gerne. Nein, passt schon, das ist cool, das freut mich, dass ich nicht der Einzige bin, ich habe schon gedacht, ich bin krank. Dmagazin.de fragt nochmal, wann wird die neue Version geben, 2016, 2018, 2020? Welche neue Version? Von also die, achso, jetzt, also wenn wir eine neue Version von Bowser machen, ja. Ich glaube, das ist ja auch bei Facebook schon mitunter mal erwähnt worden. Leider sind wir, ich habe es ja auch bisher mal beziffert, wir sind heute, ein paar beschäftigen sich, sagt immer noch mit den DLCs für die PC-Version. Ein Großteil der Leute arbeitet aber schon an der mobilen Version. Wir machen eine neue mobile Version. Leider schaffen wir das nicht, zwei Sachen parallel zu machen momentan. Also jetzt hat Priorität die mobile? Genau, wir fangen jetzt, oder haben schon angefangen, eine neue mobile Version zu machen. Da kann ich Betonschuhe gießen. Ich glaube, eigentlich ist es fertig. Du kannst dann das nächste nochmal gießen. Kann das denn nicht? Oh. Ja, das ist schon tief genug, glaube ich. Ich bin jetzt mit dem Kübel da. Ja, dann mach. Füll mal den Kübel. Genau. Also, Lipski, du in den Kran und mach das, weil ich hab so viele Fragen. Das ist so geil, was hier abgeht. Die Frage hätte ich auch schon gestellt. Okay. Dann, was haben wir noch? Mit dem Kraftstoff haben wir gemacht, LS13. Wird es, ja gut, Kelly, die Frage haben wir ja gerade beantwortet, mit den neuen Teilen. Gibt es denn schon Pläne für die nächste Version? Wenn ja, welche? Der Zwergi76. Naja, also wir planen, wie gesagt, eine neue mobile Version. Größer, schöner, besser. Aber von den Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, wird es wahrscheinlich geben. Genaues kann ich aber da. Tut mir leid, da darf ich noch nicht allzu viel drüber sagen, weil ich das jetzt irgendwelche Sachen verspreche, die dann später nicht drin sind. Dann sind alle enttäuscht. Ja, genau. Deswegen, wir wollen da nicht zu hohe Erwartungen jetzt irgendwie schon schüren, die dann später nicht erfüllt werden. Lieber überraschen wir dann später alle mit der Erfüllung aller Wünsche, die jemals da gewesen sind. Ja, so krass wird es auch nicht werden. Immer dran denken, es ist eine mobile Version, da sind die Ressourcen noch an. Wobei auch Ressourcen... Daher wollen wir uns natürlich von Version zu Version. Ja, wobei ja die mobile Version momentan auch schon, oder jetzt mittlerweile, sehr viel Möglichkeiten zulassen. Also muss man schon sagen. Also die letzte war ja perfekt, muss ich sagen. Auch ob jetzt LS oder ob jetzt Bausim, war echt super. Also wirklich schön. Genau, aber wir wollen natürlich, setzen wir uns da auch immer neue Ziele oder neue Herausforderungen, wohl in der grafischen Qualität, ja. Größe der Welt, der Vielzahl der Fahrzeuge, der Vielzahl der Aufgaben, die man hat. Wir lernen natürlich auch aus den vorangegangenen Versionen, was man besser machen kann. Man vielleicht auch die Welt noch besser gestaltet und variabler hält und weiter und so fort. Also da hoffe ich, haben wir viel aus unseren, ja nicht alles nur Fehler, die man macht, aber sagen wir mal, viel Erfahrung gesammelt jetzt und werden die auch. Okay, so, dann haben wir, was haben wir sonst noch? Es werden schöne Dinge, genau, es werden, ne, warte mal, genau. Flutlichter, ja, Octavia, Flutlichter braucht man eigentlich tagsüber nicht, sondern mehr nachts. Und Nachtmissionen gibt es ja leider nicht. Nachtmissionen gibt es leider nicht, wer weiß. Genau. Dem Magazin, es werden schon viele Dinge schon gewünscht, aber nicht mehr machbar sind. Weiß der Astrakon, was?
Weiß das Astragon und kommt schon sehr bald eine neue Version kommen. Was wie? Hä? Bitte den Satz nochmal in Deutsch. Ja. Ob Astragon das weiß, dass nicht mehr so viele Sachen hier drin möglich sind? Ja, ich denke mal, ihr spricht. Ich glaube schon, also wir reden schon häufiger miteinander, man muss sagen, eigentlich täglich. Und wir reden momentan halt viel über die neue Version, vor allem natürlich auch noch über die noch kommenden DLCs. Aber reden viel über die neue Version und wir haben natürlich, wie sich gehört, in ein ordentliches, für ein ordentliches Spiel, wir haben ein Game Design Dokument, in dem stehen alle unsere Vorhaben drin und Astragon weiß genau, was wir machen in der kommenden Version und weiß auch, dass in dieser Version bestimmte Sachen einfach nicht mehr gehen. Bin ich mir sicher oder kann ich diese Frage beantworten mit ja, Astragon weiß genau, was Sache ist. Okay, Katerchen hat die nächste Frage. Wann bekommt die KI eine Intelligenz? Ja, klar, ey. Problem in sich, KI heißt ja schon künstliche Intelligenz. Bei uns muss KD heißen, künstliche Dummheit. KI, sprich Autos, das ist immer nicht so einfach. Man muss sagen, dafür, dass es ja nur eigentlich ein Beiwerk ist, also eigentlich Deko ist, beziehungsweise Verkehrshindernisse sind, die das Fahren vielleicht noch ein bisschen herausfordernder machen, fressen solche Systeme auch das Rumlaufen lassen von irgendwelchen NPC-Charaktern, das frisst enorm viel Ressource. Ich muss auch zugeben, da haben wir noch nicht allzu viel Erfahrung in diesem Bereich, da steigern wir uns langsam von Autos ganz ohne Logik zu Autos, naja, sie halten wenigstens an der roten Ampel mal an oder vor einer blockierten Straße. Also man tastet sich langsam ran. Genau, auch das wird immer besser werden. Ich bin mir sicher, auch dort werden wir immer bessere Lösungen finden, hoffentlich. Auch in der mobilen Version wird es dann diesmal einen Verkehr geben, der sich hoffentlich auch an Ampeln hält. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja sogar, dass auch Fußgänger in der mobilen. Ja, auf alle Fälle. Im Notfall kann man es ja auch ausschalten. Das kann man, wenn es einen nervt, natürlich, aber irgendwie gehört es ja dazu. Ja, genau. Ja. Zum Stadtbild, beziehungsweise auch zur lebendigen Welt gehört es ja irgendwie. Wird immer alles so tot, wenn sich nichts. Genau. Lips, das erste haben wir schon. Das zweite kannst du nehmen. Nächste Frage von Logo Magic. Frage: Wird es eine PS4-Version irgendwann geben? Nicht von der 2015er Version, da bin ich mir ziemlich sicher. Für zukünftige Version möchte ich das nicht. Also ich glaube, unser Ziel muss es natürlich sein, irgendwann eine PC- und eine Mac-Version zu machen, die so perfekt und so rund ist und auch wirklich läuft wie ein Uhrwerk. Denn nur dann, glaube ich, haben wir wirklich die Voraussetzung geschaffen, auch eine erfolgreiche Konsolenversion zu machen. Ich muss ja sagen, wir sind jetzt seit gut einem Jahr sind wir draußen mit dem Spiel, wir sind immer noch Fehler am Fixen und Verbesserungen am Machen, Performance und so weiter und so fort. Auf der Konsole kann man sich das natürlich nicht glauben. Gerade wenn man jetzt wirklich für Xbox oder PlayStation produziert, schaut ja auch Microsoft und Sony diese Spiele, ist da auch sehr streng. Und selbst wenn das Spiel gut funktioniert bei deren Tests und wird mit der Marktmacht oder der geballten Testing-Power der Menschheit da draußen, finden sich dann eben doch Probleme und Fehler, die dann halt gefixt werden müssen. Und das geht es mit den Bugs, wenn dann, wenn man da tagtäglich irgendwelche E-Mails bekommt und immer die gleichen Fragen drinsteht, geht es einen dann irgendwann einmal irgendwo, sagen wir es auf Deutsch, auf den Sack? Ich muss ehrlich sagen, wir haben das relativ gut im Griff. Wir haben ja einen First-Level-Support, der so die einfachen Sachen abfängt, wie, da müssen Sie es nochmal neu installieren bei Steam oder irgendwas dergleichen. Okay. Oder Sie finden Ihre Profile hier oder wenn Sie irgendwie ein Problem haben, kommen Sie so an Ihr Backup. Das schon, das macht der Astragon-Support. Schön groß an die Uschi, die macht das sehr, sehr gut. Wir haben natürlich noch die Supported-Wellenbauer-Adresse und da laufen schon auch täglich noch E-Mails rein mit Leuten, die Probleme haben oder meinen, irgendwelche Fehler identifiziert zu haben, die auch nachvollziehbar sind. Wir haben eigentlich... alle unsere Programmierer nehmen sich morgens unterschiedlich, so 10 Minuten bis zu einer Stunde Zeit, schauen da rein, gucken, was sie an Problemen vielleicht aufklären können. Manchmal ist es schon getan mit, schau mal in diesem Ordner nach, da findest du die Backups, zieh eine Datei vorher und schon läuft dein Profil wieder. Manchmal schauen wir uns, gerade bei den ernsteren Sachen, Abstürzen und sowas, da schauen wir uns dann die Logs an, durchgeschickt werden und versuchen halt herauszufinden, woran es wirklich gescheitert ist, also warum das jetzt bei dem abgestürzt ist.
da muss man sagen, kommt es natürlich, das macht es schwierig, dass einfach so viele verschiedene PC-Konfigurationen mit Grafikkarten dann noch zusätzlich irgendwelchen Input-Devices wie Lenkrädern und Gamepads und Joysticks und so weiter gibt, sodass immer wieder auch exotische Kombinationen auftreten, die uns manchmal ganz schön fordern. Also wo dann Fehler entstehen, an die kein Mensch gedacht hat jemals, dass irgendwie, am Anfang hatten wir das beispielsweise, dass jemand dann halt mehrere Joysticks anschließt und noch ein Lenkrad, sodass dann halt irgendwie fertig dann halt blockiert haben, beziehungsweise Sachen doppelt belegt waren. Und okay. Also wir schauen da jeden Morgen rein, wir sind da immer noch sehr fleißig dabei und solange die Meldungen konstruktiv gehalten werden oder auch entsprechende Beschwerden konstruktiv beantworten wir. Beantworten wir die auch alle, nur per E-Mail, auch im Forum auf Steam. Mhm. Manchmal gibt es natürlich irgendwelche Knilchos, wobei die schreiben selten eine E-Mail, die flamen dann irgendwo im Forum rum oder so, die dann sagen, ist ja alles scheiße. Das hatten wir ja gerade. Manchmal wirklich Leute, die sind sehr ungehalten darüber, dass das Spiel bei ihnen total ruckelt und total lahm ist und deswegen haben wir ins Dock eingebaut, das quasi, dann wird dann ins Log reingeschrieben, was für ein PC man hat, was für eine CPU man hat, welche Grafikkarte, wie viel Speicher, was für ein PC man benutzt. Wenn wir uns das anschauen und dann benutzen die Leute irgendeinen Laptop mit irgendeiner Onboard-Grafiklösung mit 3 GB RAM und dann Windows XP 32-Bit oder sonst irgendwas, auch noch irgendwie vom Hauptspeicher irgendwie ein Teil für die Grafikkarte. Okay, ich muss runter von der Baustelle. Dass dann das Spiel nicht läuft, das ist dann meistens ja. Gut. Mein Chat schreibt noch, ich muss mal einwerfen, dass dieser Stream einfach nur geil ist. Ich hänge an euren Lippen und bin komplett gefesselt, super informativ. Bin total geflasht, wie offen René jede Frage absolut ausführlich beantwortet. Danke dafür. Was ist denn hier mit diesem Betonkübel? Kann ihn mal jemand wegräumen? Wir können nicht einfach da stehen lassen. Wer will einen Pritschen oder braucht einen Wein? Ich könnte auch mit dem Sprech. Sollen wir den mit dem Pritschenwagen wieder mitnehmen? Ja, okay. So, dann haben wir dmagazin.de fragt, kommt der liebe Herr Muldenkipper TA240? Ein knickgelenkter Articulated Truck. Nein, kommt er nicht. der ist auch ein bisschen groß, glaube ich. In der Summe wird er ähnliches Problem haben wie beispielsweise unser Radlader auch. Der ist eigentlich für die Art von Baustellen, die wir hier haben, zu groß. Das ist auch eher was für den halben Betrieb oder wenn ich eine große Bauentwicklung oder Landerschließung mache, ja, um dann dort Bauland auszuweisen oder sowas, als größere Mengen Erde umschichte, dann kommt so ein Fahrzeug zu uns. Das ist, glaube ich, nichts für den alltäglichen, sagen wir mal, Bau. Genau. So, Shadow fragt, woran erkennt man, dass die Bohrlöcher voll mit Beton aufgefüllt sind? Schau her, hier sieht man es jetzt. Und zwar, wenn der Beton die gleiche Höhe hat quasi wie die Erde. Genau. Also in der Realität ist es auch so, die Bohrlöcher werden mit Beton ausgegossen jetzt. Da sieht man ja oben auch noch diese Drahtdinger rausgucken. Ne? Ja. Das ist ein Korb, ein Geflecht, ein Korb aus Metall. Ja, so Baustein halt. Ja, genau. Und die Bohrrohre, die da noch drin sind, die kommen jetzt normalerweise auch wieder raus. Die werden normalerweise wieder rausgedreht. Die bleiben nicht in der Erde, aber das haben wir, ja. Das wird abgekürzt, die verschwinden jetzt einfach. Hups, jetzt bin ich hier komplett zurückgesprungen, sorry, aber ich habe das Ding mitgenommen. Okay, Lips, kommst du runter? Oder, ja, Lips, kommst du runter von der Baustelle? So, dann, also ich finde es top, dass aus dieser kleinen Idee bis jetzt so ein geiles Spiel geworden ist. Macht weiter so, sagt Zwerge 76. Das freut mich zu hören. Man muss ja auch wirklich sagen, wir sehen es ehrlich gesagt genauso. Wir haben Bock auf das Thema und finden es in der Summe einen extrem coolen Titel und hoffen halt auch, dass wir mit der Erfahrung, die wir jetzt über die letzten Titel gesammelt haben, halt immer noch eine Schippe drauflegen können. Halt, dass wir auch die Wünsche und die Wünsche nicht nur was jetzt ausstellen, sondern Bauoptionen oder Bauarten einbauen können. Also wir haben natürlich dieselben Ideen. So, jetzt sind wir hier beim Baustoffhändler. Da geht es ein bisschen gleich weiter. Jetzt ist mal noch eine Frage. Ja.
Ich hätte vielleicht, also, das war ein Gedanke mal von mir gewesen, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus baut, dass man vielleicht dann auch selbst die Fenster und Türen einbaut oder dass man selbst das Dach, also wie der Dachdecker dann die Ziegel drauf macht. Ja, wir haben sogar bei der nachgedacht haben, was wir für DLCs machen, haben wir drüber nachgedacht, auch einen Glaserzweig einzubauen quasi, also sowohl bei Fahrzeug als auch im Zweifel halt so, man die dann abholen muss, dann halt super vorsichtig auch auf die Baustelle transportieren muss, damit man wenigstens noch diesen vorsichtig fahren, wenn du irgendwo aneckst, dann ist die Hälfte deiner Ware kaputt oder sowas. Das wäre natürlich ein extrem cooler Modus noch. Ich muss sagen, momentan beschränken wir uns darauf mit den Funktionen und Fahrzeugfunktionen und Baustellenfunktionen, die wir haben, weitere Missionen zu bauen, neue Funktionen jetzt noch einzubauen. Okay, Landei schreibt, ich würde mir für die nächste Version wünschen, dass man die Bauplätze auch vorbereiten muss, also Bäume fällen und planieren. Also planieren muss man jetzt schon, hat man ja vorhin. Ja, planieren wäre noch cooler eigentlich, wenn man, also das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja nur verdichten. Ja. Planieren wäre cool, hat ja einen schönen Bulldozer oder sowas. In der Tat ist mit der Erdlogik, wie sie drin ist, ein bisschen, das mussten wir weiterentwickeln. Ich bin mir sicher, einen Bulldozer geben. Teddy 88, wurde die Frage schon mit eigenem Server besprochen? Ja, wurde schon besprochen. Also der Teddy nochmal, der war gerade nicht da, wo es um die Synchronisation vom Server geht. Kannst du nochmal ganz kurz drauf eingehen? Wir haben ja eine Lösung, die Cloud-basiert ist. Das heißt, wir verbinden miteinander über einen Cloud-Service, aber der ist nichts anderes. Also da läuft keine Instanz des Spiels, deswegen ist es leider nicht möglich, einen Dedicated-Server aufzumachen, auf dem quasi eine eigene Spielwelt läuft, in der man sich dann einfach nur einloggt und dann da weiterspielen kann. Wir haben verstanden, dass das definitiv ein Wunsch der Community ist, solche Hallo? Versuche gerade mit diesem. Ja, ich bin noch da. Moment. Ich bin nur gerade mit dem. Jetzt habe ich einen richtigen Grund. Mit dem Flatbed-Truck-Auflieger klarzukommen. So. Ja, also momentan geht das leider nicht, beziehungsweise in dieser Version geht das nicht. Und wird auch nicht mehr möglich sein. Wir haben aber, wie gesagt, verstanden, dass das ein Wunsch in Versionen ist. Dazu dann ich noch eine Frage. Wird es in der nächsten PC-Version möglich sein, Dedicated Server zu machen und mit mehr als 4 Leuten? Kann ich nur nicht versprechen. Okay, ich schreibe das auf den Zettel, dann weißt du, was zu tun ist. Ja. Also es wäre halt eine coole Sache. Okay, 4 Leute jetzt mehr wäre schon cool. Gerade wenn man dann vielleicht von größeren Dingen spricht, Baustellen. Weil da kommt nämlich jetzt von Lady Fox die Frage, hey, wie wäre es mal mit Straßenbau, wo man die Wege auch selber bauen muss, Rohre legen und so weiter mit Teermaschinen? Ja, das ist einer von den Bereichen, die auch für uns natürlich neu und interessant sind, genauso wie auch Abriss. Und definitiv ein Thema für nächsten Versionen. Genau. Wird es auch irgendwann mal so wie im Bussimulator geben, dass man alle Tasten in den Kabinen benutzen kann? Also fragt Pascal wie 88. Auch in dieser Version nicht mehr, definitiv nicht. Dafür sind die Maschinen auch unsere Funktion. Das würde natürlich erfordern, dass wir das noch mehr Detail auch in die Fahrzeuge stecken. Man muss sich das mal vor Augen führen. Im Landwirtschaftssimulator weiß ich gar nicht. Aber also wenn man sich das Detail auch aus dem Truck sieht. Du kommst schon wieder immer abgehängt und alles. Extrem schick. Ich hoffe natürlich auch, dass wir irgendwann in einer PC-Version oder einer Konsolenversion so ein Detailgrad fahren. Genau. Also im Grunde, Tabi fragt, die Frage kann ich beantworten, im Grunde kann man das Spiel aber nur im Team spielen, oder? Nein, auch Single. Also man kann es auch alleine spielen. Ja, man kann es alleine spielen, klar. Aber vielleicht meint er ja, dass man auch gegeneinander spielen kann, dass er seine Firma hat, mit der er quasi
Ach so, ja, das wäre auch eine Idee, wenn man sagt, okay, man hat eine in der Firma, alle konkurrieren in der Stadt gegeneinander quasi, ja. Genau, das wäre auch eine coole Sache. So, dann demmagazin.de nochmal eine Frage. Kommt der 280 ECH 12 Litronic? Den kenne doch mal ich, was ist das? Nochmal, der 280 ECH Litronic? Ja. Fahren? Vielleicht verrate ich jetzt zu viel. Nee. Nein, der wird wahrscheinlich nicht kommen. Also A, weil es ein lizenziertes Liebherr-Produkt ist. Dafür kommen haben. Es war nämlich der Kran, der hätte kommen sollen. Wir hatten ihn auch schon out. Von Liebherr dann aber nochmal umentschieden wurde und der 150 ECE Flat Top integriert wurde, weil er moderner ist. Weil er neuer ist, wurde dieser Kran. Okay. Und dann gleich nochmal eine Frage von dem Magazin. Oder der Liebherr 71 EZB-Kran? Kleiner Schnelleinsatzkran. Glaube nicht. Also ich kann es noch nicht mit Sicherheit sagen. Wer weiß, was noch kommt jetzt auch im kommenden Jahr. Dazu momentan noch überhaupt nichts sagen. Auch weil wir weder mit Astragon darüber gesprochen haben, als auch mit... Aber... sagen kann man es nicht. Okay. Dann Zwerge noch mal eine Frage, wie wäre es mit eigenem Firmenlogo und Firmenfarbe? Ich weiß aus Lizenzgründen eher nicht, aber kann man da nicht irgendeinen Kompromiss eingehen? Also wenn also du jetzt, also ich glaube, wenn man jetzt, man kann zum Beispiel das Schild der Firma ändern, wenn man sich da ein bisschen auskennt, mit Modding, oder? Sehe ich das richtig? Nee, das geht nicht. Also das Firmenschild zu ändern geht nicht, obwohl es mal geplant war, auch von unserer Seite aus geplant war. Wir haben ja an einen den beiden Homebases, der kleine und der große, gibt es ja jeweils Schilder, wo Schlons und Söhne draufsteht. wir haben leider kein, das hat es nicht mehr reingeschafft in die, nicht in die Mission, in die Version des Spiels. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die einfachste Möglichkeit wäre, dass man es am Anfang aussucht oder gegebenenfalls ein eigenes. Genau, also dass man es mit quasi mit ja, Skinnen ja. selber was reinmacht. Glaube ich aber nicht, dass das nachträglich solche Sachen dann noch einzufügen ist. Lady Fox, cool, danke, weiter so, seid spitze. Danke. Ja, dann... Ja, hey, ich bin an der untersten Liste angekommen, da sind keine Fragen mehr da. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Also ich kann den Chat nicht weiter runterscrollen. Jo. Was macht ihr eigentlich da beim Baustoffhändler? Ich warte hier drauf, dass ihr wiederkommt. Könnt ihr irgendwas? Bitte weiterspielen? Ja, die sind jetzt gerade am Zeugladen. Wird okay. es auch ein nächste Frage. Wird es auch ein Abroll-LKW geben? Wahrscheinlich mit einem Abroll-Container drauf oder irgendwie so? Das wäre ein extrem variables Teil. Hatten wir auch am Anfang drüber nachgedacht. Hat es leider auch in dieser Version nicht mehr geschafft. Das birgt ein paar Probleme mitunter, weil in dem Fall die Funktion des LKWs variabel wäre. Ja, wenn wir jetzt was aufladen würden, beispielsweise um Erde zu verladen, also eine Mulde quasi aufnehmen würden, dann hätte er plötzlich Muldenkipper-Funktionalität. Wenn wir jetzt irgendeinen anderen Aufsatz nehmen würden, dann wäre das natürlich, dann hätte der wieder eine andere Funktionalität. Diese dynamischen Funktionalitätsänderungen haben wir im Spiel vorgesehen, deswegen. Okay, so, die sind hier fleißig am Beladen der Fahrzeuge, das Baumaterial. So, dann Schlons und Szene Fettlach. So, wird es einen Anhänger für großen, also einen Anhänger für großen Anhänger für den britischen Wagen mit Kran geben? Nein, denke ich nicht. Hä? Das verstehe ich. Also, er meint. Einen britischen Auflieger, der ist groß, ja. aber der hat leider keinen Kran. Genau, nein, er meinte, ich denke jetzt eher, dass er für den großen britischen Wagen einen Hänger dazu. An den kann man, glaube ich, nichts. So. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, man kann an den grünen und an den weißen kann man was dranhängen. Zum Beispiel den für den kleinen Bagger, den Anhänger. Mhm. Was natürlich cool wäre. Wir haben sogar einen im Setup, weil die Anhängerlogik mit vorne Deichsel noch zusätzlich ist nicht so easy. Okay. Wer weiß, vielleicht schaffen wir das noch irgendwann, dass wir quasi wirklich einen Anhänger mal in der Größe eines. Genau. Dann, wie ist das mit Mods für Multiplayer?
Also das ist ganz einfach, wahrscheinlich genauso oder ist so wie bei LS. Man kann Sachen eigentlich nur zusammenbauen, wenn jeder den Mod drin hat, oder? Sehe ich das richtig? Also das war am Anfang so. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wenn ich einen beitreten möchte, in dem Mods verwendet werden, dann erkennt das Spiel das und sagt, ja, wenn du an dieser Partie teilnehmen möchtest, musst du so Mods installieren und gibt dir ein Fenster, macht ein Fenster auf, in dem dir gesagt wird, welche Mods fehlen und stell dich vor die Wahl, ob du diese Mods jetzt installieren möchtest, weil wir eine zentrale Quelle haben, nämlich Steam, den Steam Workshop. Ja. Wissen wir natürlich, woher wir die Dinger nehmen und weil die auch alle frei sind, können wir mit einem Klick die runterladen, auch aus dem Spiel heraus, sodass man das Spiel nicht mal verlassen muss. Ansonsten geht es über dieses Overlay halt auch direkt in den Workshop zuzugreifen, um die Sachen live zu abonnieren. Die werden runtergeladen und werden mitunter zur Laufzeit sogar integriert, sodass man, wenn man das dem Spiel beitritt und die Mods dann halt noch schnell runterlädt, die sind ja meistens auch nicht allzu riesig, wer eine gute Leitung hat, da merkt es kaum, dann kann man direkt am Spiel teilnehmen und mit den Mods auch in. Genau. Dann nächste Frage, Kartechen, kann man auch Maps erstellen? Nein. Nein, das kann man leider nicht. In der Tat, das haben wir auch verstanden, dass das ein gern gesehenes Feature wäre. Welt ist relativ statisch, was das betrifft. Also wir schnitzen quasi die Baustellen Slots immer selber rein und vergeben die auch fest. Da hängt eine Menge Logik dran, einfach auch, wie groß ist diese, ist die, ist ein bestimmter Slot, was für Baustellen dürfen da drauf stattfinden und so weiter. Das wird dann auch extrem optimiert, damit es in den verschiedenen Zuständen, die die Baustelle durchschreiten, im Multiplayer alles korrekt synchronisiert wird und so weiter und so fort. Da hängt extrem viel dran. Bin mir sicher, mit entsprechendem Aufwand kann man das auch so hinbekommen, dass man theoretisch auch eine freie Welt irgendwann mal definiert und dann da drin selber seine Baustellen-Slots festlegt. Aber definitiv noch was. Gut, dann Arbeit und Erfahrung von unserer Seite aus erforderlich sein, um sowas dann auch mal auf. Okay. Dann nächste Frage, Lady Fox. Der Radlader, sagt ihr selbst, ist zu groß. Baut doch kleineren, zum Beispiel Kramer Allrad 57 Radlader oder so, wäre doch mal was. Aber lizenztechnisch nicht möglich. Genau, also wir können keine anderen Lizenzen einbauen. Wir können jetzt irgendwelchen No-Name-Kram einbauen, das könnten wir machen. Wobei wir uns eigentlich auch so ein bisschen, das ist glaube ich nicht offiziell in irgendeinem Vertrag, aber der Plan war, eigentlich alles, was uns lieb hergeben kann, das wird es nicht von einer anderen Marke geben. Deswegen gibt es unsere eigene Walze, weil Liebherr hat walzenmäßig nichts im Programm. Aber wir haben, ja, und auch dieser kleine Bagger, der hat auch in der Größenordnung, hat auch nichts am Start. Wenn wir jetzt einen kleineren Radlader integrieren wollten, dann müsste der eigentlich schon vor. Also es steht definitiv auf der Liste hier, neben dem Mobilbagger, vielleicht auch noch einen großen Pritschen. Auflieger mit Kran. Habe ich jetzt auch heute mitbekommen, dass der ja sehr gewünscht ist. Das sind vielleicht Sachen, die wir möglicherweise noch irgendwann nach. Aber versprechen kann ich an der Stelle leider nicht. Sagt für uns, hat dann jetzt auch mit dem Abschluss der DLCs für dieses Jahr auf jeden Fall erstmal wieder die mobile Version Priorität. Wir schauen, wie das Modding jetzt auch angenommen wird. Mit dem Release der Gold-Version kommen ja die Modding-Tutorials von Kevin. Und dann schauen wir mal, ob sich da vielleicht noch was tut. Wir stehen auch im Forum entsprechend zur Verfügung, um zu unterstützen, falls da jemand Ambitionen hat zu modden, dann darf er gerne im Forum mit uns Kontakt aufnehmen, dann entsprechende Hilfestellungen im Zweifel auch zu bekommen, wenn er seinen eigenen Mobilkran ins Spiel zu bringen. Genau, dann Mobilbagger. Landei, nächste Frage. Ist es geplant, dass man irgendwann Trecker und Halfpipe-Mulden zum Erdeabfahren benutzen kann? Wenn nein, vielleicht für die nächste Version. Trecker und Halfpipe-Mulden. Da scheint einer ja den Landwirtschaftssimulator wirklich über alle Maßen zu lieben, so sehr, dass er ihn am liebsten auch im Bausimulator hätte. Ja, sie hört sich fast so an. Auch ich weiß nicht, also ohne dass es laut ausgesprochen ist, herrscht so ein bisschen so ein. Wir kommen nicht in euren Bereich, dafür kommt ihr nicht in unseren Bereich, so nach dem Motto. Ja. Wir halten uns bei den Baumaschinen raus und dafür machen die, bei den Landmaschinen raus und dafür machen die keine Baumaschinen, so nach dem Motto. Och ja, momentan koexistieren wir ganz friedlich nebenher, das finde ich gut. Ja, ist auch gut so, finde ich auch richtig und wichtig. Aber und wichtig. Ich weiß nicht, ob sie sauer werden würden, wenn wir jetzt irgendein oder integrieren würden.
Wir werden hier kein Feld bestellen, das wird dann nicht passieren. Genau. So, dann Pascal. John, ja? Ja? Hast du alle Baustoffe gekauft? Ja. Das glaube ich aber nicht. Doch. Warte, laut meinem Ding. Immer Large Bricks in Clay, zweimal Concrete Bags und zweimal Insulation Material. Wenn dann was fehlt, dann, so, dann kaufe ich es halt nochmal. Ja, immer Ziegeln, zweimal Zementsäcke, zweimal Isomatten. Genau. Und was hat, was fehlt denn? Einmal Zement und einmal Isomatten. Oh. Ja dann. Ja, warum gehst du nicht hin und kaufst du selber? Also, Du schießt ja nur hier rum. Entschuldigung, du musst mal mit den Hängern, wenn der reinfahren bei der Kreide, reicht nicht mehr aus. Ja, letztes Mal. Ding. So, pass auf, okay, Pascal, okay, also das ist klar. LS ist LS, Bausim ist Bausim. So, ja. Pascal V88, kann man auch in einer späteren Version den Rückbau von Gebäuden, also Abbruch und so weiter, hat man, glaube ich, schon relativ am Anfang heute. Das ist definitiv ein Thema, wo wir extrem Bock drauf haben, keine Frage. Was gibt's Geileres, als irgendwas kaputt zu machen, ne? Mhm. Vor allem mit schwerem Gerät dann irgendwie auf ein Häuschen drauf zu prügeln, dass es kaputt geht. Das wird bestimmt, werden wir es uns nicht nehmen lassen, das irgendwann in eine der kommenden Versionen zu integrieren. Das erfordert aber einiges auch an zusätzlichen physikalischen Berechnungen oder ja, Möglichkeiten, die wir in der aktuellen Version definitiv nicht haben. Und entsprechend müssen wir da noch ein paar Hausaufgaben machen, bevor wir sowas anbieten können. Aber Bock haben wir auf jeden Fall, ist keine Frage. Abriss ist eine geile Nummer. Nicht nur das alles kaputt zu machen, im Zweifel dann auch alles irgendwie zu verladen und irgendwo das dann hinzubringen. Da wird auch der Radlader wieder interessanter. Und genau. Große Muldenkipper und so weiter, ja, definitiv. Genau. So, und dann, Lips, da ist noch was zum Beladen. So, was noch geil wäre, Zwerge 76, was noch geil wäre, wenn man sein Firmengelände einfach ausbauen könnte, zum Beispiel Land dazu kaufen oder Hallen bauen und so weiter. Das Firmengelände ist meiner Meinung nach groß genug. Ja, in der Tat. Eigentlich war das auch der Plan. Sind ein paar Sachen einfach auch Features rausgefallen, weil wir hatten, muss man mit Probleme gekriegt gegen Ende der Entwicklungszeit mit der Physik, die uns einen ordentlichen Strich durch hat, Kalkulation. Leider ein paar das streichen müssen. Ein paar Sachen haben wir auch schon früher gestrichen, weil wir gemerkt haben, dass wir werden einfach sonst fertig. Unter anderem natürlich auch die Improvements der Homebase. Sprich, dass man beispielsweise ein Werkstattgebäude oder irgendwie so baut und dass man. Okay. Das ist extrem cool, da hätten wir auch Bock drauf, weil auch das den Wirtschaftsteil ein bisschen komplexer macht. Und ich bin mir auch sicher, das wird es in einem der nächsten Teile geben. Also ihr seht, wir haben ohne Ende haben wir Ideen und auch jede Menge ja, Bereiche, in denen wir gerne noch eine Schippe drauflegen möchten. Genau. So, und leider muss ich jetzt die Fragestellungen dann abbrechen, weil wir kommen langsam zum Ende. Das war eigentlich ja 1,5 Stunden geplant. Aber jetzt sind wir drüber, macht ja nichts. Sorry. Jetzt? Nein, komm lieber, wir können gerne weitermachen, wenn du Zeit hast. Hast du Zeit? Ja, ich weiß nicht, wir können, machen wir bis 9:45. Okay, machen wir bis 9:45. Also René hat uns nochmal eine halbe Stunde seines wertvollen Lebens gegeben. Ja, ich weiß auch warum, der sucht Ideen für die neue Version und die will er von uns, so schaut es nicht aus. Muss ich ehrlich sagen, wir sind natürlich immer, wir hören uns gerne Ideen an. Ich meine, genau. Wir hören natürlich manche Ideen tausendfach. Trotzdem sind wir immer froh darüber, wenn wir Feedback aus der Community bekommen. Und das entsprechend konstruktiv ist und man wirklich auch sinnvolle Einwürfe macht, egal ob es Vorschläge für Maschinen bestimmte interessante Baubereiche sind, oder? Da fasse ich jetzt zwei Fragen zu einer zusammen und dann, die kommt nochmal von dem Magazin. Kommt der MK140 und kommt HTM 1004 ZA? Ja, ich kenne die Maschine gar nicht. Moment, also der nochmal bitte, nochmal die Bezeichnung. Der MK140 und der HTM 1004 ZA. Also das letztere war ein Betonauflieger, ein Betonmischerauflieger, wenn mich nicht alles täuscht. Wäre eine coole Variante, weil wir haben ja eine Aufliegerzugmaschine. Müssen wir mal schauen. Also da besteht vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass wir den vielleicht irgendwann nochmal als die oder vielleicht auch als Mod irgendwann nochmal ins Spiel integrieren können. Bei dem MK140 brauche ich Hilfe, das weiß ich jetzt auch gerade nicht, was das ist. Okay.
Also Magazin, schreibt mal rein, was der MK140 ist. Wenn nicht, kann man vielleicht schnell googeln. Nee, das tun wir uns jetzt nicht an. So, dann Zwerge 76, ein Mobilkran LTM 11.200 wäre Hammer. Oh, die kommen hier mit Dingen, ich kenne das Zeug gar nicht. Ja, also Mobilkrane sind natürlich eine extrem coole Nummer, keine Frage. Das klingt auch relativ groß, weiß ich nicht, wahrscheinlich hat da einer in die Vollen gegriffen. Sag nochmal die Nummer. 11.200. Ja, das klingt ziemlich groß, das wird wahrscheinlich irgendwie so ein 8 oder, ja, 8 oder 9 Achsen-Biest sein. Wahrscheinlich sein 8 Achsen-Biest. Ach, das ist so ein Autokran ist das. Genau, jetzt ein Autokran im Prinzip. Mit dem du dann auch wirklich sehr, sehr große Missionen machen kannst, hier Windräder aufbauen kannst und so. Für extrem große Gewichte. So, aus Ehingen, extrem geile Geräte, keine Frage. Müssen wir gucken. Also manche Sachen passen einfach auch von der Länge oder Größe her schon nicht durch unsere Straßen durch. Mit einem Grund, warum dann auch im nächsten Update Straßen größer werden, aber die Geräte einzeln. So, Pascal V88 fragt, kann man den Kran auch mal selber aufstellen? Wäre eine geile Idee. Die Kräne, die momentan schon im Spiel sind, nicht. Ja. Der Raupenkran, der jetzt dann mit der Goldversion kommt, den muss man in Teilen zur Baustelle bringen und dort so. Okay. Ich weiß mal Manni zu, wie er fährt. Tabi 26, hab das Spiel nicht, aber es macht mich neugierig, nicht übel. Ja, das hört sich gut an, ja, hast die Chance nachher zu gewinnen. Dann mal schauen, wo nett, dass ich dazu. Genau. Samko schreibt, im LS gibt's doch auch. Aber auch einen Radlader, da könnt ihr auch einen Schlepper bauen. Ja, ich weiß, ja, das weiß ich. Damals habe ich kurz Schiss gekriegt, dass jetzt Jungs von Giants anfangen hier in unserem Bereich zu bildern. So war es aber nicht. Also die haben den ja auch, was ich glaube, es ist ein Radlader, ja. Der da zum Silage fahren und so weiter. Was weiß ich was, genau, hier irgendwelchen genau. Reiter oder irgendwas dient. Okay. Warum Scorpion? Ja, Scorpion 1987 fragt, warum kann man dir das Stützschild vom kleinen Bagger nicht verwenden? Da habe ich mich auch schon gefragt. Echt? Das habt ihr euch alle gefragt? Ja. Unfassbar. Wir haben gedacht, das gehört einfach nur dazu und hatten nicht erwartet, dass das irgendeine Funktion hat. Das haben wir auch erst viel später gelernt. Da war der Zug schon abgefahren. Echt? Alter. Ja, wir sind, keiner von uns ist irgendwie auf dem Bau groß geworden, muss man sagen. Keiner von uns hat irgendwie eine entsprechende Ausbildung gemacht oder etwas dergleichen. Wir haben natürlich, das muss man auch sagen, durchaus jetzt auch über die Zeit Leute kennengelernt, die Baumaschinenführer sind, also wirklich auch wissen, was wir reden. Die haben uns viele Sachen erklärt, auch die wir nicht wussten. Ha, ja, du hast ja gerade einen Unfall gebaut hier. Nee, der KI ist da rangefahren. Das war mein. So, okay. Also jetzt kommen wieder jede Menge Fragen. Ja, aber das mit dem Stützschild habe ich mich selber auch schon gefragt, weil ich mir gedacht habe, hey, warum kann ich das nicht runter tun? Bis ich gemerkt habe, dass da gar keine. Ich habe in der Hilfefunktion geschaut, ob da irgendwo ein Tastaturbefehl ist für das Schild, weil wenn du backerst und so, nein, gab es nicht. So. Ich sag ja, hier, Freunde, wenn ihr Lust habt, Modding, macht ruhig. Achtung, das war zu früh, da ist noch ein roter Transporter. Oder? Seht ihr den nicht? Doch. Hab nur ich den. Den habt ihr auch. So, jetzt komm rangefahren. So. Ein anderer Knilch kann ja mal die Straße blockieren, damit nicht noch mehr Autos kommen. Ja, dann stelle ich mich mal kurz auf die Straße. So. Gut. Okay. Gibt es irgendwann auch mal einen Wechsel zwischen Tag und Nacht? Scorpion 1987, die Frage hatten wir schon. Wird es nicht geben in dieser Version? Ist auch eine coole Nummer, weil es geil aussieht, aber. Jemand muss mal die Ladungen sichern. Bleib einfach da stehen. Ich hole mir das dann mit dem Kran. Wer ist der? Teddy 88 fragt jetzt. Wäre es möglich, den Raupenkran mal zu zeigen? Nein, die kriegt auch nicht zu sehen. Der John freut sich, weil er ihn aus Versehen gestern schon gesehen hat. Du musst doch alles verraten. Also alles gut. Leute, da müsst ihr euch noch ein ganz klein wenig gedulden. Ich bin mir sicher, es wird Bilder geben, noch bevor ihr ihn dann im Spiel genießen dürft. Es ist ein LR 1300, wenn euch interessiert, wie das Ding aussieht. Gerne mal auf der Web. Ich kann nur so viel sagen, ein geil. Großes Teil. Ja,
Nein. Es ist, weiß Gott, nicht die größte Maschine der Welt. Ja? Irgendeiner hatte gesagt, da kommt der weltgrößte Bagger. Das ist in zweierlei Maß falsch. Es ist ein Kran und es ist nicht der weltgrößte. Es ist der größte, der in Nenzing produziert wird. Liebherr ist, wie vorhin schon sagte, dezentral aufgestellt, die Werke in verschiedenen an verschiedenen Standorten, unter anderem in Österreich, in Nenzing. Und mit den Kollegen dort arbeiten wir gerne und viel zusammen. Die haben auch den LW28 dort in der Produktion. Und von dort ist 100 das größte Gerät. Genau. Dann die Kelly fragt, habt ihr die Stadt von Kopf her gebaut oder ist es eine richtige Stadt als Vorlage? Nee, das haben wir uns alles selber ausgedacht. Also wir haben uns natürlich, orientieren wir uns an einem realen Straßenzug oder schauen uns Bilder an, die uns gut gefallen, die vergleichbare Szenerien zeigen, aber in dem Fall haben wir kein reales Vorbild gehabt. Okay, also, schöne Frage. Das ist eine schöne Frage. Fiktiv. Ja, die kann nur von einer Frau kommen, die Frage. Aber ich fand es schon richtig geil, wie ihr das Dorf gemacht habt. Also das Dorf sieht echt klasse aus. Das wollte ich, ja. Das ist ja auch als erstes entstanden, da hatten wir am meisten Zeit für. da haben wir dann so ein bisschen geguckt, was ist denn so, ich würde sagen, es ist unverkennbar, dass es irgendwie deutsch ist, ne? Auch mit den Namen, den Autobahnschildern und so weiter, sieht man ja schon, dass man sich in Deutschland aufhält. Aber nichtsdestoweniger, wir haben da natürlich Fachwerk und so, das also die Frage, dann entsprechend zu bemühen. Die Frage war mir eigentlich auch schon auf der Lippe gelegen, auf der Zunge mit der Stadt, wie die jetzt entstanden ist, ob das fiktiv ist, aber ist cool. Das Dorf ist natürlich wirklich der Hammer. Also das, wo, wenn man da hinkommt, das ist irgendwie so heimisch. Nur was mir fehlt, ist, wenn man eine Baustelle fertig hat, dass man das nicht betreten kann und anschauen kann, wie es fertig innen ausschaut und so weiter und so fort. Hatte auch alles Performance-Gründe. War mir fast klar. Wie schön du das gerade gesagt hast, dass man sich das nicht alles innen anschauen kann. Ja? Ich glaube, die Leute würden erwarten, dass sogar die Wohnzimmer eingerichtet sind. Ja, von Ikea oder irgendwas. Wir haben, ja, ich meine, während der Bauzeit kann man ja, wenn das Haus oder die Mission gut gemacht ist, kann man ja durchaus... kann man reinlaufen. Hoppala. Kann man hochlaufen, genau, kann auch die Treppen benutzen, ne, und kann auch im Rohbau quasi nach oben laufen. Ja. Nach der Fertigstellung der Häuser sind die Häuser nur noch eine leere Hülle. Das müssen wir machen. Wir können den Detailgrad, in dem die Sachen zusammengebaut sind, können wir nicht halten über den Rest der Spielzeit, weil ansonsten würden nach langer Spielzeit extrem viele Häuser mit extrem viel Polys da rumstehen und das würde uns überfordern. Ja, ist klar. Also, oder beziehungsweise die Computer halt an ihre Grenzen bringen, auch vom Speicher. Genau, mein Schatz kommt jetzt auf eine ganz dumme Idee. Könnte man vielleicht auch mal Baustellen machen, wie bei Goldrausch in Alaska, also quasi eine Goldmine bauen. Du wirst lachen. Wir hatten schon einen Typen, der uns angefleht hat, dass wir unbedingt den Goldrush Simulator machen sollen. Also sprich genau das, was du gerade zitiert hast, ne? Dieses so eine D-Max-Serie, glaube ich. Ja, ne? die ist cool. Die Goldgräber da in Alaska am Yukon irgendwie mit schweren Maschinen und so weiter, ist ja auch immer eine derbe Umgebung, in der die sich da beweisen müssen. Ja. Ist eine geile Nummer, keine Frage. Gibt ein paar Simulatoren, die so in diesen Bereich Mining reingehen. Da haben wir uns auch bis dato, möchte ich sagen, nicht dran getraut. Wir haben das Gefühl, wir haben mit dem Bereich Bau haben wir noch genug zu tun, bevor wir dann in so etwas exotischere Themen vielleicht mal abdriften. Wäre aber vielleicht eine Idee und lasst euch durch den Kopf gehen. Ich wäre nämlich dann einer, hier was das sofort haben möchte. Ja, weil wie du sagst, es gibt da schon einiges, aber man muss das auch so sehen, wenn da jetzt einer eine Idee hat, die als allererstes baut und das Spiel rausbringt, dann funktioniert das Spiel erstmal gar nicht. Also es müssen immer ein paar Versionen folgen, bis das richtig funktioniert. Und das zeigt uns LS, das zeigt uns auch der Bausim, wenn wir ehrlich sind. Ja. Wenn man die zwei vergleicht, das sind zwei Welten und das ist einfach hier viel geiler wie bei 2012. Ja, also, ja gut, okay, das ist auch normal, das finde ich. Ja, ich hoffe es. Also es sollte so sein, ne, dass man natürlich mit zusätzlicher Erfahrung dann auch mehr und besser macht. Nichtsdestoweniger, das darf man auch nicht vergessen, ist ja so, dass im ersten Bausimulator gab es ja noch keinen Multiplayer, gab es noch kein Modding und so weiter und so fort. Ist ja nicht so, dass wir zufrieden sind, wenn wir einfach nochmal das Gleiche machen, nur vielleicht ein bisschen schöner oder sonst irgendwas.
Wir gehen ja dann gleich hin und packen uns halt nochmal was oben drauf. Ja? Und sei es dann, dass wir entweder neue Maschinenfunktionen oder Tag-Nachtwechsel, Wetter, also neue Herausforderungen werden ja definitiv dazukommen, sodass es in der Summe natürlich schon wieder auch anspruchsvoll für uns wird. Es ist nicht so, dass man sagt, naja, jetzt habt ihr ja schon mal einen Bausimulator gemacht mit Multiplayer und Modding, dann sollte doch alles andere jetzt kein Problem mehr sein. Ja, das easy ist es natürlich nicht. Ja, ist klar. Pascal, wie 88 fragt, kommen noch mehr DLCs in dieser Version? Wie gesagt, am 11.11. Goldversion kommt dann eben der Robbenkran. Und es wird noch eine kleine Überraschung dann zum Jahresende geben. Auch in Form eines DLCs kommt, aber dazu verraten wir noch nichts. Nicht wahr, John? Ja, wir verraten noch nichts. Zwergi76 76 fragt, werdet ihr noch weitere Missionen für diese Version machen, planen? Ja, wenn wir sowas machen, dann sind es ja meistens DLCs. Deswegen, wie ich sagte, mit der Raupenkran-Mission, mit dem Raupenkran kommt, wird es natürlich auch passende Missionen geben. Große, extrem spektakuläre Missionen. Es wird auch mit Abstand das aufwendigste, was wir bis dato gemacht haben. Mhm. Weitere Missionen, kleinere Missionen sind für den Moment oder für dieses Jahr dann eigentlich nicht mehr geplant, außer diesem geheimen Überraschungs-DLC, was wir gegen Ende des Jahres noch releasen. So, jetzt müssen wir wieder Ziegelsteine kaufen. Wieder Mann, einkaufen gehen. Ja, Manni, tust du einkaufen, das Zeug, was alles brauchst, und dann ich bestätige immer. Dann bleibe ich nämlich gleich hier stehen. Schauen wir uns mal an. Nee, immer. John, weißt du das eigentlich nicht? Was? Guck mal, du kannst den Kollegen, der da einkauft, kannst du im Online-Menü, den anklicken und kannst dem Rechte erteilen. Echt? Ja, du kannst ihn zum. So, kannst ihn befördern, genau. So heißt es. Geh mal in. Online, Money? Ah! Kannst ihm Rechte geben und dann kann er einkaufen, ohne dass er dich fragen muss. Okay, gut, super. Dann machen wir Am das. Am Geld sollte es nicht scheitern. Ich hoffe, nö. Du hast genug, sonst überweise ich dir ein bisschen was. Nein, das ist der Spielstand, den du gestern ja gemacht hast. Ah, okay. Falls meiner kaputt gehen sollte, ja. Okay. So, jetzt kann man hier mal reinschauen. Das ist jetzt mal der Rohbau von dem Apartment, von der Mission, was am Mittwoch kommt. Ne, am 14. Ist das am Mittwoch? Ja, das ist am Mittwoch, genau. Genau, also es schaut ja schon mal sehr cool aus. Viele Räume, Moment, wahrscheinlich nicht, ne? Da kann man nur das kleine Bildchen sehen momentan, ja. Wie das Haus fertig aussieht, weil ich glaube, das werden wir heute nicht mehr erleben, wie das Haus fertig aussieht. Genau. Hat mal ein Stockwerk gebaut. So, dem Magazin.de fragt nochmal, wird in der neuen Version auch die von Einkaufscenter geben, mit 4 bis 5 Baukräne geben? Also wird es 4 bis 5 Baukräne geben? Als Beispiel, wird in der neuen Version auch die Mission Einkaufscenter geben, mit 4 bis 5, wo man dann mit mehreren Kränen und so weiter arbeiten muss, meint er. Wird es da solche Missionen geben? Kann ich nicht versprechen. Also wir haben im Missionsdesign in der Tat sehr große Missionen vorgesehen. Mehrere Kräne. Lips, fährst du mit zum Beladen dann? Bitte? Lips, fährst du mit zum Beladen? Beim Money? Ja. Gut, dann, also, ja, weiter, René? Ich war fertig. Ich habe gesagt, wir haben große Missionen in der Tat geplant. Ob die mit einem Kran auskommen oder ob es da mehrere Kräne für wird oder so, das steht noch nicht fest. Das müssen wir dann mal sehen. Okay. San Mako fragt, eine Kiesgrube wäre vielleicht etwas realistischer als eine Goldmine und würde auch gut zum Bausim passen. Ja. Wo man selber dann den Kies wahrscheinlich fördert und so weiter, das meint ich. Ja, John, was machst du gerade? Ich stehe gerade nur hier. Na komm, dann beamen wir uns mal kurz in die Kiesgrube. Okay. Gravel Plant. 21 Tacken von hier aus. Nehmen wir das Taxi? Ja, natürlich. Hey, ich habe über 5 Mille. Nee, nehmen wir ganz 4,6 Mille, aber es reicht. So, hast ja. Hast du schon eingekauft? Nein. Soll ich das mal machen? Sollte gehen. Also jeder von euch sollte jetzt einkaufen gehen. Ja. Wir haben ja da unten ist ein Hügel hier, der etwas heller ist, ne? Ja. Den kann man in der Tat benutzen. Also man kann hier mit dem Radlader ein bisschen dran rumschippern. Geht leider nicht mehr ganz perfekt, muss man sagen. Der Radlader ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ich glaube, er meint eher eine Kiesgrube selber aufheben, ausheben und dann die Sachen davon trennen, wie Sand, Kies und verschiedene Größen. Also wirklich so ein bisschen Recycling, Aufbereitung. Und ja, genau. Ich denke eher, dass er das so meint.
Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß nicht genau, was er meint. Also, das hier, das nennen wir immer die Kiesgrube, deswegen heißt er auch Gravel Pit, beziehungsweise ja. Kiesgrube. Kieswerk. Dann gehen wir wieder zurück zur Construction Site. Ja, das Thema Recycling an sich wäre natürlich ein schönes, ne, wenn man irgendwie den Aushub, den man hat, irgendwo reinkippt und dann fällt hinten irgendwie Kies und Erde und Sand raus oder irgendwie sowas. Was in der Richtung wäre natürlich extrem cool und würde auch das Wirtschaftssystem nochmal ein bisschen interessanter machen, weil man Materialien halt hier verwenden könnte. Das müsste halt einhergehen mit der Lagerung dann auch dieser Sachen, vielleicht auf einem eigenen Gelände, wo man dann sagen kann, gut, jetzt hat Erde und wenn in dem nächsten Event oder in der nächsten Mission irgendwo Erde gefordert ist, dann kann ich die da einsammeln und wieder. Also da kommt jetzt Scorpion mit der Frage, also Scorpion 1987, haben die anderen Sandhaufen in der Kiesgrube eine Funktion? Nein, außer der eine, was du gezeigt hast. Keine. Genau, nur der eine ist, glaube ich, abschippbar, die anderen sind, glaube ich, nicht. John, du hast die Steine aber schief hingestellt. Lol, das wird zusammenbringen. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Steine schief hingestellt. Der steht ach nur so. In der Ecke rum. Ja, sorry. Ein Auftrag könnte zum Beispiel sein, also die sind immer noch bei der Goldsucher-Sache. Mensch, jetzt hört mal auf, das ist hier ein Bausimulator. Okay, lass du doch. Ein Auftrag könnte zum Beispiel sein, diesen fetten Goldsuchbagger zu bauen, das antike 1-Million-Dollar-Monster. Ja, das war geil. Also diese Serie war echt geil. Folge habe ich leider nicht gesehen. Das ist so ein richtiger Riesenschaufelbagger gewesen. Ah, der Hammer. So ein schwimmbarer Schaufelbagger. Aber schon was für ein Teil, 100 Jahre altes Teil. Dann Teddy, habe gehört, dass es WKA-Missionen geben soll. Wenn das stimmt, welche Anlage sind es dann? Wo hast du das gehört? Achso, Windkraftanlagen, meinte er. Ah. Sehr gut. In der Tat, soll es geben, ja. Werden vorne an der Küste stattfinden. Und ist natürlich der Raupenkran im Spiel. Genau. Okay. Dem Magazin, ich meine große Baustellen wie in einer großen Stadt. Ja, das habe ich dann richtig verstanden, das mit den mehreren Bagger, das hat er gemeint, okay. Ah, mit den mehreren Kränen. Ja, momentan ist es hier in dem Spiel ist nicht mehr geplant, auch haben wir hier mit den Crane Arrows haben wir immer nur Platz eigentlich für einen. Ja. Ja, die größte Baustelle ist wie groß? Wir haben zwei relativ, oder unsere größten Heights sind 30 mal 50 Meter. Okay. Und für die Apartmenthäuser hier sind es 40 mal 40. Okay. Also eigentlich sind die 40 mal 40 am größten sind 160. Ja. 30 mal 50 sind ja nur 150. Aber ja. Trotzdem, ja, fühlt sich beides. Also. Das sind unsere größten Sites, außer jetzt ist eine Spezialgeschichte, die Brücke hier mit der Raupenkran-Mission, mit dem Raupenkran-DLC kommt, das ist ein. Das erstreckt sich über den Fluss, entsprechend muss es wesentlich größer sein. Es sind eigentlich zwei Baustellenbereiche, in denen man arbeiten muss und dann eben auch die Brücke zusammenbauen muss. Und mit dem Raupenkran dann die einzelnen Brückenelemente auch da an die richtige Stelle platziert. Das ist, da hat man einen etwas größeren Einsatzbereich. Die Brücke ist in etwa 90 Meter lang in der Summe. Die Brückenköpfe jeweils an den beiden Ufern und dann sind 60 Meter freischwebend über dem Fluss. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Hat uns auch ganz schön Schmerzen bereitet, diese Mission, weil sie halt lauter Besonderheiten hat, unter anderem halt auch eine ganz spezielle Site, die extra dafür dann halt da eins da geschnitzt wurde. Okay. Das klingt schon, wenn du das sagst, das klingt so cool. Genau. Dann willst du mich das sofort machen, weißt du? Und hoffentlich nicht. Späßler, ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, welche Späßle das es geben wird. Naja, da sind wir mal gespannt. So, Scorpion 1987 fragt eine Frage, die wurde halt schon mal gestellt, wird es auch irgendwann mal Missionen zum Straßenbau geben? Ich glaube, das ist sehr beliebt oder sehr gefragt, was ja, Straßenbau betrifft. Straßenbau ist natürlich sehr beliebt, ist keine Frage. Ich bin mir sehr sicher, dass es in der nächsten Version oder die nächsten Versionen halten sein wird. Ja, wird es irgendwann geben, aber nicht mehr in dieser Version. Okay. So, dann Teddy 88. Sind wir jetzt, genau. Cool, nur weiß ich jetzt noch nicht, welche Marke ihr da verwendet, denn ich komme aus dem WEA-Bau.
Was ist der WER-Bau? Tut mir leid, ich kenne nicht jeder. WER, Windenergieanbau wahrscheinlich. Ah, so, okay. Ja, ist das so? Ach so, ach, jetzt geht's wieder um die Windkraftanlagen. Ja. Tut mir leid, ich dachte, der ist vom Straßenbau. Nein, der andere Straßenbau, der ist schon weg. Den, so, der hast du schon beantwortet. Was möchte ich jetzt wissen? Was wir bauen? Was wir ja, welche Windkraftanlage? Welche Marke ihr? Welche Marke ihr da verwendet? Oh, da verwenden wir keine eigene Marke. Wir haben ein. Bei uns ist es anders. Da kommt nicht der Kunde und sagt, ich möchte eine Windkraftanlage mit der und der Höhe oder der und der Größe oder der und der Leistung errichten, sondern wir sagen, wir haben eine Maschine in der und der Größe, lass uns eine Windkraftanlage bauen, die dazu passt. Aber trotzdem hat sie relativ beeindruckende Maße. Ich glaube, die Nabenhöhe liegt bei 60 Metern. Ich glaube, heutzutage wäre das definitiv noch fast eins der inneren Modelle. Aber wenn sie dann da an der Küste sich dreht und man kann derer 4 davon bauen, dann sieht das schon sehr, sehr cool aus. Also eine ordentliche Rotorlänge, ich glaube, ein Rotorblatt hat in etwas über 15 Meter Länge und der Nabenhöhe liegt bei 60 Metern. Das Ding lässt sich auch nur mit dem Raupenkran dann wirklich. Ja, also ohne Raupenkran keine Chance. Was wird der Raupenkran kosten im Game? Mal schauen. Dass wir wissen, wie viele Millionen das wir brauchen. Nee, erstaunlicherweise. Also in der Realität kostet so ein Gerät durchaus relativ viel. Wir waren allerdings überrascht zu hören, dass ein Mobilkran, den wir im Spiel haben, dass der auch nicht, also der LR1300, den wir ins Spiel integrieren, jetzt neu, mit der Gold-Version, und der LTM-1060-31, der im Spiel schon drin ist, der Mobilkran, der Autokran, ja, der drin ist, die kosten beide in etwa gleich viel. Echt? Das hätte ich nie erwartet, ja. Es ist einfach, die Technologie für einen Mobilkran ist dann doch nochmal ein bisschen aufwendiger, weil ein ganzes Auto unten drunter gebaut werden muss. Bei einem Raupenkran scheint das irgendwie einfacher zu sein. Aber ich hätte jetzt allein vom Gewichtsunterschied, ne, wenn man sagt hier, was kosten die Tonne Stahl, so nach dem Motto, müsste doch der LR1300 viel, viel teurer sein. Ist aber nicht so. Das ist die Tatsache, dass so ein Mobilkran relativ teuer ist, im Verhältnis einfach. Ich glaube, bei uns im Spiel kostet er 500.000. Ganz sicher. Ich würde mich jetzt massiv irren, aber ich glaube, in der Realität kostet er um die 2 Millionen. Mhm. Und ein LR1300 ist in etwa genauso teuer. Also wow. Ich möchte jetzt sagen, es ist hier plus, minus, weiß ich nicht, vielleicht 200.000 Euro oder sowas. Okay. Aber in der Summe ist das schon ein relativ teures Gerät, so ein Mobilkran. Und ein Raupenkran ist natürlich auch nicht billig, wird bei uns im Spiel trotzdem so ein bisschen als der König behandelt, was lange Zeit der Mobilkran war, als teuerstes Fahrzeug mit 500.000 Kosten, wird der Raupenkran, glaube ich, 850 oder 800.000 okay. Einheiten. Bronze. Ja, finde ich auch. Ja, es muss ja im Verhältnis zu irgendetwas stehen. Und, glaube, du hast jetzt gerade voll eine Rückkopplung, jetzt ist wieder weg. Ich glaube, jeder... Irgendwie der Stecker oder irgendwas von deinem Mikro. Ich habe eigentlich bei mir nichts verändert. Ja, jetzt passt wieder. Komisch. Naja, okay. Nee, also finde ich interessant, 850.000, ja, das ist dann schon. Ja, ich glaube, jeder, der jetzt noch spielt, Interesse hat an den ELCs, ist jemand, der auch schon wahrscheinlich mehr als eine Stunde Spielzeit auf dem Konto hat. Ja. Und hat wahrscheinlich mehr als genug Geld auf dem Konto, als dass er das Ding vom Start weg kaufen kann. Ich hoffe, es ist trotzdem jedem klar, dass er das DLC kauft, für echtes Geld. Ja. Und dann mitunter auch im Spiel trotzdem noch dafür bezahlen muss, um sowohl den Raupenkran als auch den dafür passenden Anhänger. Ja, aber das gehört dazu. Ja, natürlich tut's das, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass es so sein wird. Und auch der Mobilkran ist Voraussetzung, weil ohne den lässt sich der Raupenkran zumindest bei uns im Spiel nicht aufbauen. Ach so, muss ich sagen, aha, ja, das auch da muss ich sagen, ist es so, dass es eigentlich ein Feature ist, aller Liebherr Raupenkräne, dass sie selber aufbauen können. Das ist ein extrem cooles Ding. Wer da Bock hat, kann sich das mal bei YouTube anschauen. Aber das war für uns ein bisschen zu komplex, noch mit den bestehenden Logiken das umzusetzen. Deswegen bauen wir den Raupenkran, was durchaus eine Option ist, mit einem Mobilkran auf. Und das kriegt man auch im Tutorial beigebracht, wie das funktioniert. Mhm. Und ja, das Tolle an einem Raupenkran ist einfach, dass der ist nicht nur die Größe, sondern auch halt und die Masse, mit der er umgehen kann. Er kann sich mit der Masse am Haken auch noch bewegen. Unterscheidet ihn halt von den anderen Kränen, die wir bis dato im Spiel haben. Auch der Mobilkran muss ja aufgebaut werden, abgestützt werden und erst dann kann er überhaupt Masse heben. Der Raupenkran, der kann Sachen anhaken, mitunter auch extrem heftig schwer. Die Bezeichnung, das habe ich dir gestern auch schon kurz erklärt, John, ist die LR1300. Das, was hinter der 1 steht, ist normalerweise das, was er maximal heben kann.
natürlich nur in einer ganz bestimmten Konfiguration und so niedrig wie möglich aufgebaut, aber von der Sache her kann er bis zu 300 Tonnen heben. Er kann sich mit diesen 300 Tonnen noch bewegen. Ja, das ist halt extrem krass. Der Hammer, der Burner. Was da so eine Maschine kann, und wenn man überlegt, wie lange das eigentlich Maschinen gebaut werden, dann ist es ja sehr kurze Zeit in unserem menschlichen Bestehen eigentlich. Und wir kriegen sowas fertig. Naja, gut. Zwergi76, nächste Frage. Wäre schön, wenn man seine Maschinen reinigen müsste oder könnte. Ja, ist auch eine von den Ideen, die häufiger aufgekommen sind und auch bei uns natürlich noch auf der Liste stehen. Wird es nicht mehr im 2015 ergeben, aber ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee, die wir gerne integrieren würden. Das ist immer so ein bisschen, hängt das auch von unserem Verhandlungsgespräch von Lizenzgebern ab. Weil die es natürlich nicht so gerne sehen, wenn irgendwie nicht 1A wie aus dem Ei gepellt aussehen. Wir haben damals schon lange Ärger bekommen, aber es gab eine kleine Diskussion über die Schaufel beim Bagger. Ja, wenn man sich die Schaufel beim Bagger mal anschaut, die sieht halt schmutzig aus, die sieht gebraucht aus. Alle Ketten sind sauber, aber die Schaufel ist gebraucht. Und da hieß es so rostig, aber wie gesagt, die ist nicht weil die in der Erde gesteckt, Entschuldigung. So sieht die halt aus, wenn man die benutzt hat. Ja, ist klar. So, dann Teddy schreibt jetzt nochmal zu den Windkraftanlagen. Die sind ja süß, die Anlagen. Letzte Woche habe ich eine Anlage aufgestellt, da ist die Narbe höher als 147 Meter. Mich fasziniert es immer wieder, wie man überhaupt so hoch kommt, sowas aufzubauen. Ja, es gibt immer einen, der noch eins oben drauflegen kann. Ich bin mir sicher, wenn wir im Offshore-Bereich unterwegs wären, ja, und hier irgendwie den Schiffssimulator machen würden und irgendwie jetzt mit einem extrem großen Schiff jetzt hier eine Offshore-Windkraftanlage aufbauen würden, dann könnten wir die 140 Meter. Ja, genau. Von 160 Meter. Ja, 200. Und irgendwann hat einer die größte überhaupt und die gibt es noch gar nicht. So, Locomagic-Frage. Es ist bei vielen Fragen immer zu hören von einer nächsten Version. Gibt es denn schon eine Prognose, ab wann diese erscheinen soll, kann, darf? Wie ich schon sagte, wir arbeiten an einer mobilen Version. Wann die erscheinen wird, kann, soll, darf, steht noch nicht fest. Und dazu kann ich mich leider auch. So, Landei schreibt gerade, ich habe heute meine erste Stunde gespielt. Ja, immerhin. Ja, Landei, super Alex. Yeah, Applaus. Also Ladyfox schreibt, also der René scheint eine coole Socke zu sein, locker drauf, macht echt Spaß, den zuzuhören. Lass uns aber zwischendurch auch mal gern. Ach ja, reden können wir gut. Ja. Genau. Und mein Schatz legt gleich drauf. Oh ja, da kann ich dir nur Beispiel was beipflichten. Genau, Lady Fox. John ist aber zumindest genauso cool. Lady Fox, yo, stimmt. Danke. So, Tappi, wie soll denn die Waschstraße aussehen, Lach? Ja, Waschstraße ist, glaube ich, da ein bisschen schlecht. Ich würde einfach sagen, wie beim LS einen Kercher hinstellen, dann kann man selber reinigen. Ja, ne, wir brauchen eigentlich nur die Kercher-Lizenz und dann macht man irgendwie so ein kleines, geiles Minigame, wo man dann seine Karre wieder sauber macht. Genau. Cool wäre das schon, ne? John, was stehst du eigentlich hier rum? Ja, ich mach doch schon hier. Du rennst wenigstens die ganze Zeit. Zu denen, die arbeiten und schau denen zu. Dann sehen nämlich die Leute das, was du siehst. Sonst das sehen die nur, wie ich hier wie ein Bekloppter rumlaufe. Das ist auch gut so, dass man mal sieht, was er, was so ach, ein... Guck mal, da kommt ja Ladung. Siehste, kann ich hier bleiben. Okay, hier Jungs, einer von euch lädt, oder? Hier mit dem Kran ab. Ich hab's vorhin gemacht. Ich gehe hoch und weiß ein. Also Kerry, mein Chat schreibt gerade, die ist ja, hat bei MAN gearbeitet in der Powerplan-Anlage, also die Dieselkraftwerke. Und die schreibt gerade, ein schwimmendes Kraftwerk von MAN wäre auch mega geil. Ein Powerbad, oder Bad schon, wie das heißt. Das ist aber, das klingt so speziell, dass ich keinen Plan habe. Also das sind schwimmende Kraftwerke, was MAN momentan baut mit... Die Ebbe und Flut nutzen. Ah, okay. Also ein Gezeitenkraftwerk. Genau, ich denke, das ist das gemeint. Denke ich jetzt mal. Wäre eine Idee, aber naja, ob MRN sich da. Ja, wir sind zwar hier am Wasser, ne? Da vorne haben wir so einen Hafen und so. Lady Fox, ich habe auch 2 Stunden gespielt von meinem Mann. Werd mir auch noch holen, das Bausimulator ist geil.
Zwerge 76, also in der Zeit, wo ihr baut, hätte ich schon 147 Stockwerke gebaut. Lol, ja, Zwerge. Ah, ich weiß nicht. Ja. Es ist hier wahrscheinlich, schauen uns hier nur lauter Profis zu, so ist das ja immer. Genau. Oh, jetzt kommt der nächste, der Landei. Der Landei sagt der Name schon. Er ist fixiert und er studiert auch Agrarökonom. Also er ist bei uns tagtäglich so unser Experte von LS. Und der sagt gerade, ich wünsche mir eine Mission, wo man eine Biogasanlage bauen muss. Stehe da gern als Berater zur Verfügung. Da wir ja schon über erneuerbare Energie sprechen. Ja, sicher auch. Wir finden solche Themen natürlich auch immer spannend. Wir schauen immer, was gibt es denn an coolen Herausforderungen auch bei größeren Bauwerken. Vielleicht jetzt auch schon zukunftsweisend sind in irgendeiner Form. Windkraftanlagen ist ja jetzt schon im Prinzip ein alter Hut. Wie du gerade sagtest, so ein Gezeitenkraftwerk ist natürlich jetzt für uns, die wir uns hier noch vornehmlich auf dem Land bewegen, bräuchte man wahrscheinlich dann auf dem Wasser noch einsetzen könnte. Aber wer weiß, ja, für coole Ideen und so weiter, da sind wir eigentlich immer zu haben. Wie gesagt, wer immer eine gute Idee hat, schreibt an Weltenbauer.org oder an mail@weltenbauer-asien.de. Und wir sind immer. Bitte, was ist in Berlin? Der Flughafen von Berlin. Ich glaube, wir haben den dann schneller fertig wie die Berliner selber. Das haben schon häufiger Leute vorgeschlagen. Das wäre eigentlich eine Sache, ne? Man müsste so für so separaten Bereich haben irgendwie. Man fährt irgendwo in einen Tunnel rein, dann laden wir ein neues Level und dann haben wir so eine riesen Großbaustelle oder so. Dann mit vielen, vielleicht auch sogar noch mehr Leuten dann im Multiplayer so eine Aufgabe widmen können. Das wäre über Tage an so einer Baustelle zu bauen. Das wäre schon eine super Idee. Aber wenn jemand einen Flughafen bauen will, es gibt beim Workshop einen kleinen Flugplatz, wo man bauen kann. Ja, habe ich gesehen, ja. Der ist halt so groß wie die größte Baustelle, die wir haben. Ich glaube 30x50 oder so. Ist eher ein Hubschrauberlandeplatz als eine Landebahn, aber ja. dann, auch mitten in der Stadt. Genau, Scorpion 87, Tankstelle oder Autohäuser bauen wäre auch cool. Und dann gleich nochmal oder eine AKW-Baustelle. Atomkraftwerk. Ja, ich weiß nicht. Und AKW ist, das ist ein Riesending auch. Das ist auch eine Großbaustelle. Das ist ja auch in der Realität, dauert das ja Jahre, so ein Ding zu zimmern. Das ist noch wahrscheinlicher, dass wir einen Flughafen bauen, glaube ich. Weiß ich nicht. Also mitunter wird es große Herausforderungen geben. Wir haben ja hier bis dato auch ein kleines Stadion erst gebaut. So ein Stadionbau ist ja auch eine Herausforderung an sich. Mal schauen, auch was uns in der nächsten Version einfällt. Wir wollen natürlich versuchen und auch neue Ideen neuen Bauarten wie es oder Straßenbau und so. Ja. Cool, neue. Da haben wir dann noch ein Power. Ah ja, genau. Scorpio dann nochmal. Oder Feuerwehrgerätehaus oder eine Kirche. Kirche wäre auch eine coole Sache. Aber Kirche, weiß nicht. Am Anfang hatten wir eine Sondermission bei uns im Einstehen, dass man mit dem Mobilkran, glaube ich, war es, eine große, also man spricht einen Anhänger noch vorher. Locker aus dem Stahlwerk abholt und die dann oben in den Kirchturm. Coole Nummer gewesen. Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, nach oben aufs Dach zu kommen? Ja, hier ganz hinten ist der Treppenaufgang. Wo ganz hinten? Ah, da, ich hab ihn. So, cool, dann kann man nicht schauen, wie die das da. Oh, da kommt man hoch und schon alles wieder gut, irgendwas gut, hingeschmissen. Abgezählt. Ich weiß. Der gerade schon hoch. So, super. Also mein Schatz noch mal. Eine Power Barge ist ein Dieselkraftwerk auf einer Plattform, die quasi am Hafen angedockt wird und am Land angedockt wird. Okay. Ah, okay, also das hat doch überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen Gezeiten. Ja, dann habe ich das irgendwie falsch interpretiert, aber ich bin ja nicht vom Fach. So, Zwerge 76, interessant wird es richtig, wenn die Logistik zur Baustelle schon eine Herausforderung wird. Also der Transport der Maschinen oder Container und so weiter. Achso, du meinst ja, wenn man den Kran und so weiter auch noch transportieren muss und so. Also wenn alles transportiert werden muss. Ja, die Frage ist immer die Umsetzung und ja, René, du pflichtest mir bestimmt beides, hast du vorhin schon gesagt, es liegt ja auch an der Performance oder an den Ressourcen.
Ja, und auch an unseren internen Ressourcen, muss man sagen. Man muss ja auch sagen, irgendwann wollen wir auch mal das Spiel an den Markt bringen, damit die Leute es dann auch spielen. Wenn wir 3 Jahre entwickeln, dann ist ja die Grafik, die wir damals entwickelt haben, in dem Moment, in dem wir es releasen, nicht mehr up to date. Ja, ja. Tatsache ist, also uns fehlt es teilweise natürlich auch an Manpower, dann um bestimmte Bereiche auch parallel angehen zu können. Es war natürlich am Anfang durchaus in unserer Vorstellung, dass wir zum Beispiel den 81K, den Schnelleinsatzkran, der sich ja auch selbst aufbaut, den fährt man mit so einem coolen Anhängergestell, fährt man den auf die Baustelle, dann kann man den irgendwie, dann koppelt man den ab. Mhm. Eigentlich zieht der sich selber hoch, das ist eine ziemlich coole Sache, das ist wie so eine Klappmesser-Geschichte, okay. Richtet der sich dann auf. Das wäre sau cool gewesen, wenn wir das alles auch so hätten hinkriegen können oder hingekriegt hätten. Das war leider nicht mehr drin. Wer weiß, vielleicht wird das in den kommenden Versionen integriert. Es ist für uns natürlich immer super einfach, dann im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, dass wir eine Schwarzblende machen und dann steht das Ding halt fertig da. Genau. Black Gamer 1 fragt jetzt zu der Brücke, was da kommen wird mit dem Gold-DLC oder mit dem Gold-Pack. Wird die Brücke ein Sonderauftrag sein oder ein normaler Auftrag? Ein Sonderauftrag. Okay. Also ein ganz massiver Sonderauftrag. Der ist so sonder war noch keiner. Der Sonderauftrag ist insofern besonders, als dass er, wenn vorhanden, die anderen DLCs featuren, nein, nicht alle, aber das DLC 2, das bedeutet, bei der Brücke, die Brücke ist so ein normales, oder ist so ein Kandidat für eine Tiefgründung, also Drehbaugerät wieder am Anfang, um die Brückenköpfe entsprechend, dann werden über die Brückenköpfe stehen, werden die Stahlträger über die von der einen Brückenkopf zum anderen platziert, auch über den Raubenkran. Und dann werden vor Ort in Formen werden die einzelnen 10 Meter Abschnitte werden vor Ort in Beton gegossen, werden dann vom Raubenkran angehoben und an die richtige Stelle platziert. Und man muss das dann mehrfach machen. Das sind, glaube ich, 10 Elemente insgesamt, sind aber nur 2 Gussformen. Das heißt immer, man gießt, dann hebt man wieder eins hin. Also gießt noch eins und während das trocknet quasi, hebt man dann das erste hin. Das ist auch perfekt für einen Multiplayer, da haben alle was zu tun. Also das heißt, die einen gießt permanent neue Elemente und einer sitzt im Raubenkram im Platz. Gut. Dann, was haben wir noch? Tabi26, wie wäre es mit einem Altersheim? Ja, ach, wer dann, Booster hat irgendwie so eine Mission zu bauen, das steht ihm frei, den Modding-Editor für die Mission anzuschmeißen und mal ein Altersheim zu bauen. Genau, wenn ich es richtig finde, das... Die Sondermission, die finde ich auch richtig cool, wo man hier die Stadtbauten und so bauen muss. Genau. Das ist auch richtig klasse, wie wir das umgesetzt haben. So, dann sehe ich jetzt momentan keine weiteren Fragen. Okay, wir sind auch ein bisschen schon drüber, jetzt haben wir schon 22:30. Oh ja, wir sind drüber. Boah, wir haben nichts. Boah, ja, super. Ist noch irgendwas anderes heute? Ja, es war eigentlich noch GTA geplant. Ah ja, sehr schön. Aber ja, GTA und morgen geht's ja dann in den neuen Kanal, Charity Gamer TV, wo es morgen dann ab Mittag weitergeht und dann erkläre ich euch da, was da geplant ist und so weiter und so fort. Aber jetzt. Pass auf, weitermachen bitte, Kelly, weitermachen bitte, Scorpion. Was ist mit den hier, willst du nicht irgendwie die Dings noch verlosen oder wie funktioniert das? Ja, machen wir jetzt gleich. Wie funktioniert das? Ach, ganz einfach, wir haben hier im Hitbox haben wir ein Würfelsystem drin, das heißt, es wird gewürfelt und die höchste Zahl gewinnt. Psychoco, am 14.10. erscheint der dritte DLC und im November dann zusammen mit der Gold Edition die vierte DLC. Genau, da war eine Frage, ob die Nummer. Sinn. Bitte? Kasten, nicht die Nummern verwenden, der Kasten soll die Scheißnummer nicht. Das mit diesen Nummerierungen ist total durcheinander gekommen. Auf der Gamescom habe ich halt darüber gesprochen, ne, dass wir einen dritten DLC machen werden, ja? Mit einem Raupenkran drin. Jetzt wird der dritte DLC angekündigt, natürlich ohne Raupenkran drin, weil es nur dieses Content-Update ist. Und dann sind alle ausgeflippt. Was? Wieso? Ja, uns wurde doch ein Raupenkran versprochen. Wo ist der denn? Ui! Ja, genau. Ja, deswegen. Hier, das mit den Nummern, keine gute Idee. Ist egal. Jetzt haben es dann hoffentlich alle verstanden, wie es ablaufen wird. Genau. So, jetzt kommen wir erstmal zum Gewinn. Und zwar gibt es jetzt den Bausimulator zu gewinnen. Macht doch, Pierre FM, macht doch noch ein bisschen
Ne, irgendwann muss auch Schluss sein. Ich brauche jetzt aber eine kurze Pause, weil 2,5 Stunden ist schon krass. Lips oder Manni, habt ihr noch eine irgendeine Frage? Jetzt habt ihr noch René da, jetzt könnt ihr ihn noch richtig ausquetschen, oh, wie eine Zitrone. Genau. So, ganz kurz. Also jetzt, ich habe vier Bausimulator 2015 Codes und die könnt ihr jetzt gewinnen. So, wie sieht das Ganze aus? Und zwar habt ihr die Möglichkeit hier zu würfeln. Zu würfeln, wie das geht, sage ich euch gleich. Und die vier größten Zahlen quasi, die höchsten Würfe, die gewinnen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, da ich ja ein Charity-Gamer bin und für die Deutsche Kinderkrebsstiftung Spenden sammel und auch selber durch die meine Videos und so weiter Spenden generiere für die Deutsche Kinderkrebsstiftung, habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, hallo, ich habe das Spiel schon, jetzt habe ich es gewonnen, gib doch den Key von mir an die Deutsche Kinderkrebsstiftung weiter, denn ein krebskrankes Kind freut sich bestimmt, wenn er das Spiel spielen darf. So, das ist so eine kleine Idee von mir. Und ja, auf alle Fälle machen wir das so. So, jetzt, wie funktioniert das Ganze? Ihr gebt jetzt ein in den Chat folgendes, ein Ausrufezeichen. Ach ja, genau. Die Leute von meinem Team dürfen nicht mitmachen und der René darf auch nicht mitmachen, weil ich glaube, der hat in seiner Schublade, der hat in seiner Schublade bestimmt noch viele andere Keys. Leider ist das anders. Also in der Tat habe ich natürlich eine Version, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie für irgendjemanden Presse oder sonst wen einen Key brauche, muss ich immer bei Erstagon anrufen und sagen, liebe Freunde, ich brauche was. Oh. Oder den Carsten bitten, mir noch einzugeben. Das ist meistens kein Problem. Die sind da immer sehr, 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 sehr lieb und hauen dann auch mal ein paar mehr raus. Aber ich habe es leider nicht so, dass ich mir die selber generiere. Ja, hätte ja sein können, dass du weißt, so gibt ja die weißt ja, ob du so einen alten Lochdrucker da hast. Weißt, ja. Und da, der läuft den ganzen Tag und haut, ja genau, einen Nadeldrucker. Und der läuft den ganzen Tag und schmeißt dir da die Kies raus. Nein, Spaß. Okay, also was müsst ihr machen? Ihr gebt jetzt hier im Chat einfach ein Ausrufezeichen. Roll, R-O-L-L, Leerzeichen und dann die 100 und dann auf Enter. So, der Gewinner kann dann sagen, ob ihr den weitergeben wollt an die Deutsche Kinderkrebsstiftung, dann geht der dorthin. Oder ihr schickt mir dann eine E-Mail, wohin genau, sage ich euch dann. Jetzt pass auf, jetzt geht es schon los. Uiuiuiui, 71, 78, 90. Kevin, der 90, aha. Kevin hat 90, okay. Wer hat noch? Das ist der Kevin J. Barton. Ja. Der kriegt nix. Oh, wir haben wir. Der ist schon. Daisy hat 94. Müssen wir. Oh, Mann. Oh, jetzt hat er trauriges Gesicht und weint. Du kannst doch den. Echt, also. Oh, Kevin, nee. Komm schon, du hast einen Beta-Kino-Clown. So, okay, wir haben jetzt den, jetzt muss ich mal das von oben anschauen, und zwar, schauen wir mal, ich glaube, das waren jetzt doch zu viele für das Gewinn, aber andere Möglichkeit habe ich nicht. 90, also Kevin, 90, du kriegst es aber, der hat der René gesagt, also nicht ich. 94 Daser, also du hast ihn schon mal. Gut, also Daser, du schickst mir eine E-Mail an lp.john. Punkt. Warte, ich schreib's euch rein. Dann, weil nicht, dass es dann heißt, wie heißt es gleich wieder? So. Nee, die Fox schreibt, dass es nicht geht. Doch, das geht, wenn man es richtig macht. Okay. gmail.com. Gut, an diese E-Mail-Adresse, Daisy, schickst du mir jetzt als Betreff Zockerwochenende, Bausim und deinen Name Daisy. Und dann einfach, dann schicke ich auch an diese E-Mail-Adresse von dir den Key. Wen haben wir noch? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Da war nämlich noch einer mit... Ach komm, lass mal doch einen Kevin gewinnen. Ja, dann lass den Kevin gewinnen. Dann darf der Kevin, kriegt auch einen. Dann haben wir noch irgendwas mit 70 gehabt. 5, 17, 33. Oh, Octavia... Nee. Black Gamer Roll 17, Octavia 33. Oh, wir haben sogar eine 2 erwischt. 94 Days a Hammer. 15,
Zimner 60. So, dann haben wir, ja. Ah, Lady hat doch 71, genau, Lady hat 71. Genau, Lady, du schickst mir auch eine E-Mail, dann kriegst du den Code auch. Und dann geht an Bad Jester oder Bad Jester, geht auch einer mit der Gewinnnummer 67. Moment mal. Der Bad Jester? Ja. Also ich meine aber, den Spitznamen kenne ich. Aha. 78 haben wir jetzt noch. Ja, 78 sehe ich, ja, das ist der ohne Name. Oh, ohne Name. Ja, der kriegt dann natürlich auch. Also haben wir die vier Gewinner. Ah, Bad Chester, was heißt das? Den kennst du? Aha. Ja, ich glaube. Aha, bist es du oder was? Nee, das bin ich nicht. Nee, für mich nicht. Ah, aha, der Thomas. Thomas? Aha. Ja, der Thomas. Lasst mich raus. Okay, dann haben wir dann, okay, lass mit den raus. Dann war noch irgendwas mit 50, glaube ich. Weil 67 hat auch gewonnen. Ich nee, Bad Jester. Was sein Chef erzählt. Ah. Aha. Er ihn wieder in die Scheiße reitet. Okay. Gut, also Lady schickt mir, dann der Dancer schickt mir. Dann, wen hat man jetzt noch? Den ohne Name schickt mir bitte eine E-Mail. Und dann haben wir noch einen mit 50. Lady Fox, nee, Lady Fox hat ja schon die 71 gehabt. Wen haben wir denn sonst noch? Bad Jester fällt weg. Ja, genau. Dann haben wir die 33, Octavia. Aber dich sehen wir wahrscheinlich eh gleich im TS. Na, hast du auch gewonnen. Aber vier Gewinner. So, und da es ja spannend wird ab morgen. Und zwar habe ich mir überlegt, wie soll es weitergehen mit der ganzen Charity-Aktion. Habe ich mir gedacht, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche krebskranke Kinder auf mich aufmerksam werden oder die Familien und die schauen auf meinen Kanal und finden dort Lula 3D oder DayZ oder sonst irgendwas und die werden dann bestimmt super begeistert sein, wenn ich als Charity Gamer, also hier für einen guten Zweck zocke und solche Spiele drin habe. Dann habe ich mich mal unterhalten hier mit dem Carsten von Astragon und mit ihm mal darüber diskutiert oder wie die Idee wäre, wenn ich der Charity auslagern würde und einen eigenen Kanal damit gründen würde und das komplett von LP John Myers trenne. Sprich, neue Facebook-Seite, neuer YouTube-Kanal, neuer Hitbox-Kanal und darüber dann das Ganze hochziehe mit 50 Video-Views, die monetarisiert sind, also wenn ihr Werbung schaut, die 4 Cent an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Dadurch kam man ja im August allerdings 22 Euro zusammen. Herzlichen Dank an alle, die mich dadurch unterstützen und Werbung mitlaufen lassen. Ist eine geile Sache. 22 Euro an die Deutsche Kinderkrebsstiftung im August. Super, echt eine geile Sache. Und natürlich dann noch die Zusatzspenden, die ich von euch anderen alle noch zusätzlich erhalten habe. So, und da ist jetzt die Idee aufgekannt, okay, schau ich die Gamer TV. Weil ZDF, heute.de hat letztes Jahr einen Bericht über mich geschrieben. Und die haben mich da Charity Gamer betitelt, weil man dachte, hey, der Name gefällt mir, machen wir was draus. Carsten hat mir da beigepflichtet. Ich selber habe den Schritt lange überlegt, ob ich das machen soll, weil ich halt weiß, welche Hürden ich am Anfang hatte, als ich mit 1500 Abonnenten auf die Idee gekommen bin, hier eine Charity-Aktion hochzuziehen. Letztes Jahr, ich hatte so viel, Ärger will ich nicht sagen, aber niemand hat geglaubt, dass ich das wirklich durchziehe. Da kamen dann Gerüchte, ja, der schiebt das Geld für sich selber ein oder der möchte nur mehr Prestige. Natürlich gehört das alles zusammen. Ne? Der Rote Kreuz stellt sich auch nicht einfach so hin und sammelt Spenden. Nein, er möchte damit weiter vorankommen. Und das ist ja genauso auch bei mir. Das steht ja außer Frage. Das habe ich auch nie irgendwo falsch dargestellt. Aber ich möchte es jetzt trennen, weil ich möchte es familienfreundlicher machen. Das heißt, es wird zwei Kanäle geben. LP John Myers wird zum Action-Kanal. Ich werde dort GTA-Videos draufhauen. Ich werde da vielleicht mal einen Shooter machen oder sonst irgendwas. Rollenspiele. Was ich halt so auch noch zock nebenbei, wird auf LP John Myers kommen. Alle Simulationen, was da sind. Alles, was bis zum Alter von 16, USK 16 ist. Was Peggy sagt, ist egal. Es geht ums USK. Alles, was bis USK 16 ist, geht auf Charity Gamer TV. Und wenn wir Multiplayer zocken, dann wird das auch von der Aussprache her, also was heißt Aussprache, ist ein falsches Wort. Ja, es wird auch gesittet dazugehen, sagen wir mal so. Dass, oh je, das ja, nicht mehr.
Da, nicht mehr einladen. Nein, du war, ja, aber du kannst dich doch wahrscheinlich, aber René, du kannst dich vielleicht da besser reinversetzen, du bist der Familienvater. Ja. Und ich glaube, dass damit man, wenn man sowas ernst betreiben will, hier geht es um krebskranke Kinder und ich würde das, glaube ich, dann meine Kinder auch nicht sehen lassen, wenn da eine halbnackte Frau von Lula, also die Lula 3D, in einem Bett sich rettet. Also mein Kind ist 6 Jahre alt, weißt du, was ich meine? Das, ja. Ist, ja. Das ist doof. Also deswegen mache ich natürlich Gedanken, weil ich möchte ja dieses Projekt noch viel größer machen. Das ist, soll nicht so sein, es soll nicht einfach so sein, dass es einfach eine Spendenaktion ist, sondern die soll auch einen Hintergrund haben. Und deswegen gehen wir den Schritt. Und ab morgen, 12 Uhr, könnt ihr jetzt gleich mal rübergehen, Hitbox Charity, Gamer TV, und könnt dann dort mich schon mal abonnieren oder Follow gehen. Abonnieren ist natürlich auch gern gesehen. Und dann könnt ihr dort ja mir morgen zuschauen, denn morgen erkläre ich dann genau, wie das vonstatten geht. So, René, ich bedanke mich jetzt auf alle Fälle bei dir. Das war echt sehr super gerne. Informativ, war echt geil. 2,5 Stunden hast du Zeit genommen, voll super. Tut mir leid, dass wir Abstürze hatten, aber es schien jetzt wirklich nicht am Spiel zu liegen. Ausnahmsweise lag es mal nicht am Spiel, wahrscheinlich daran, dass ich den Stream nebenher halt noch laufen ließ. Keine Ahnung, was da passiert ist, dass bei mir jetzt zweimal die Mühle abgekackt ist. Genau. Ja, ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sind nicht wirklich weit gekommen, muss man sagen. Gut, wir haben das Drehbaugerät gesehen, wir haben den großen Kran benutzt. Ja, genau. Und wir haben schon einen Einblick in die Zukunft von Bausimulator mitbekommen. Und das finde ich das natürlich auch super. Ja, genau. Und das ist schon mal ganz cool. Also wir haben viel erfahren. Du hast sehr gut uns die Fragen beantwortet. Landei, es ist vorbei. Ja, also an alle Gewinner, bitte schickt mir eure E-Mails und dann schicke ich euch den Key. So, dann sage ich jetzt erstmal gut, bis später. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, jetzt ist, obwohl ich mache für heute, glaube ich, Schluss. Genau, wir machen für heute Feierabend. Ich möchte ein bisschen das Revue passieren lassen, das heute Erlebene im TS. Also wer Bock hat, kann aufs TS kommen und sich noch mit uns unterhalten. Und morgen Mittag geht es weiter auf Charity Gamer TV und da gibt es natürlich auch wieder Sachen zum Gewinnen. Und ich mache was, San Marco, ich möchte auch noch ein großes Lob an das Game und vor allem an die Leute dahinter aussprechen. Man sieht selten ein Entwicklerteam, das so öffentlich auf die Community eingeht. Das hört man doch gerne. Ja, nehmen wir gerne entgegen und wir freuen uns, wie gesagt, wenn wir haben die konstruktive Kritik lässt. Dem stehen wir immer gerne und offen und auch ehrlich gegenüber. Das Lob auch gerne so weiter an. Genau. Sag wieder Sie. Ja. Auf alle Fälle, ihr könnt das Video morgen, falls ihr jetzt nicht alles mitbekommen habt, ich lade das jetzt von Hitbox komplett so, wie es ist, rüber auf YouTube und dort könnt ihr es dann wahrscheinlich ab morgen sehen. Also dann könnt ihr euch die ganzen 2,5 Stunden nochmal reingeben. Wird auf alle Fälle. Es war witzig. Also danke dir und ja, ich hoffe, wir machen sowas nochmal. Jo. Genau. Ich bin mir sicher, es wird noch ein paar Versionen geben. Da werden wir uns bestimmt das eine oder andere Mal noch hören. So, genau. Okay, so, dann sag ich jetzt erstmal gute Nacht und wir sehen uns morgen Mittag auf Charity Gamer TV. Bis dahin. Tschüss. Lips Money, danke für eure Hilfe. Kein Problem. Ja, okay. Bis dann.